Was geht, Freunde? Wir sind hier, Folge Nummer 5. Yes, jawohl. So wie immer. Yes, ihr wisst Bescheid. Wir sitzen hier heute in Stuttgart. Ja, Mann. Nintendo Archive. Sehr nice. Ja, Mann. What's up, guys? Ich bin Johann. Wir sind hier bei Nintendo Archive. Aber Spaß mit der Folge. Ey. Ja, Mann. Haut rein. War sehr, sehr geil. Fashion und so weiter und so fort. Zieht es euch ganz rein. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Folgt ihm. Folgt Nintendo Archive. Folgt Kater Talk auf Instagram. Folgt Kater Talk auf YouTube. Folgt Kater Talk auf Spotify. Und. Nur nicht im Real Life. Nur nicht im Real Life, Freunde, wisst doch Bescheid. Und dann sehen wir uns. Und dann viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Ciao. Yesterday's price is not today's price. Price. Yo, 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 was geht ab? Was geht, Freunde? Willkommen zurück. Kater Talk, Folge Nummer 43, Freunde. Yes, sir. Wir befinden uns hier in Stuttgart. Das allererste Mal, seitdem wir Podcast machen, im Nintendo Archive. Ja, Mann, mit einem Gast mal wieder. Darf ich gerne vorstellen? What's up? Mein Name ist Johann. Ich bin 21 Jahre. Wie die Jungs schon gesagt haben, wir sind gerade bei Nintendo Archive. Wir machen am 21. Event. Kommt alle vorbei erstmal. Ja, kommt auf jeden Fall rum. Safe auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. Und ja, man freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir hier zusammensitzen so. Übel, ja, Mann. Wir hatten tatsächlich, oder ich hatte tatsächlich schon vor gut einem halben Jahr geplant, hier gerne mal was zu machen. Da war ich mit meiner Freundin hier im Laden. Damals zusammen mit Karl, ne? Ja, genau. Und da war ich mit Karl und da hatte ich dann damals schon auf Insta geschrieben, hey, wie schaut's aus, hast vielleicht Bock, was mit uns zu machen? Und am Anfang so, ja, ey, let's go, lass machen. Und es hat sich dann irgendwie, ja, keine Ahnung, auseinandergelebt so. Gab viel zu tun. Gab viel zu tun. Wir haben auch echt viel expanded jetzt in letzter Zeit. Wir haben jetzt einen Berlin-Store. Nee. Karl ist ja direkt nach Berlin gegangen. Das heißt, also auch da gab es vieles zu tun. Deswegen, nee, an dem wir uns das nicht so böse, wenn da ab und zu mal ein bisschen... Alles gut, jetzt sitzen wir ja trotzdem hier. Deswegen, hat ja geklappt. Ja, Mann. Deswegen hat es ja geklappt. Ja, man kann mal kurz drauf eingehen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, weil das finde ich auch... War auch super random, Alter. Ist das geil. Weil da muss ich auch von vorne weg sagen, so, meine Freundin, die ist so ein bisschen into Stuttgart, sie feiert Stuttgart extrem und sie hat mir dann auch vor gut einem halben Jahr, ist sie irgendwie auf dein Profil gestoßen und hat mir das dann daheim gezeigt, so, und ich habe auch direkt gesagt, ey, krasser Typ, so, feier ich auch. Ich habe dir dann damals auch gefolgt direkt. Einmal mit meinem privaten Account, einmal mit dem Kater Talk Account. Habe ich zurückgefolgt? Und du hast bei Kater Talk direkt zurückgefolgt, so. Deswegen, sehr, sehr korrekt, direkt. Sehr, sehr stabil. Und ja, Mann, dann haben wir Sommerpause gemacht und haben uns dann das erste Mal für die Folge nach der Sommerpause in Karlsruhe getroffen, haben die aufgenommen und wollten dann danach noch was essen gehen. Und eigentlich ein bisschen durchsprechen, so planen, haben wir auch so zum Teil gemacht. So. Genau, wir wollten das Ganze ein bisschen durchsprechen, wie läuft jetzt die nächste Zeit ab. Dann habe ich auch noch zu den Jungs gesagt, ey, wir brauchen mal jemand außerhalb von Karlsruhe so, damit die Bubble auch mal ein bisschen größer wird. Und ja, dann sind wir essen gegangen zum Haus des Döners in Karlsruhe und dann sehe ich dich, wie du so mit zwei, drei Kollegen kommst und dann dachte ich mir so, irgendwo kenne ich dich. Und dann hast du mich dann angesprochen auf mein Shirt, was ich anhatte. Das war diese Aura zwischen Leuten, die sich für Fashion interessieren. Ja. Checkst du, das war so ein, ich sehe ihn da, ich sehe seinen Blick auf mein Outfit, ich sehe sein Outfit, ihn in diesem Yoji-Shirt und ich bin so... Oder also, da muss man ein bisschen Appreciation da lassen, weißt du, was ich meine? Den muss ich ansprechen und sagen, ey, krasses Shirt. Ja, Mann, dann hast du mich da angesprochen und dann ist mir auch in den Kopf gekommen, so, ey, fuck, ja, natürlich, ich kenne dich so von Insta tatsächlich. Und ja, dann haben wir dort schon uns connected und haben gesagt, hey, lass da auf jeden Fall was starten. Und ja, Mann, jetzt sitzen wir hier, auf jeden Fall sehr verschickt. Also das ist, was Fashion ausmacht, Leute. Connectet euch auf die lustigsten Art und Weisen. Ja, Mann, auf jeden Fall, ja, safe. Mann. Ja, Mann. Das dazu und dann würde ich... Starten wir direkt in die Outfits. Mit den Outfits. Genau, darfst du auch gerne anfangen. Darf auf jeden Fall anfangen. Was hast du an? Sehr, sehr gerne. Also, heute trage ich eine Archive-Pants von Kiminori Morishita. Japanese Archive ist das. Dazu die Gnack-Schuhe, die bei dies. Das ist südkoreanische Archive-Fashion. Die machen zwar noch Shit, aber das ist noch diese Good Old Times-Stuff. Dazu Hysteric Glamour Tanktop. Ein Trend in der Bubble auf TikTok gerade. Manche sagen, Trend ist nicht wirklich ein Trend, Leute. Glaubt da nicht alles, was ihr auf TikTok hört. Dazu ein bisschen Chrome als Accessories. Harley Davidson Glasses. Nice. Ein bisschen Accessorizing. Stark. That's it. Stark, stark, stark. Wirklich sehr, sehr stark. Weil man merkt auch, du trägst jetzt nicht nur diese, die gerade voll im Hype sind, Brand so. Fahre ich auch auf jeden Fall. Wenn du, das Ding ist zu 80, 90% mit Leuten, die
in der Fashion Bubble sind, tragen halt nur Balenciaga oder Rick Owens so auf denen, weil das halt alles, weil komplett Insta und TikTok damit voll ist halt. Ich check das schon. Ich habe heute auch kurz Livestream gehabt, bevor ihr gleich zu euren Outfits kommt. Da meinte einer so, ja, Rick Owens, würdest du auch sagen, Rick Owens ist crazy und bla bla bla. So, jeder sagt, Rick Owens ist crazy. Ja, Leute, so, ich check das schon so. Rick Owens, es gibt viele Rick Owens Glazer. Ihr müsst trotzdem verstehen, nur weil viele Leute jetzt auf einmal sagen, Rick Owens ist krass, ändert nichts an dem Punkt, dass Rick Owens trotzdem krass ist. Checkt ihr, was ich meine? So, viele kennen den, viele gläsen den, ich check das, das nervt ein bisschen. Trotzdem ist er ein krasser Designer, so. Lasst euch da nicht verarschen von. Ja, safe. Yes, ja, Mann. Ich bin aber sehr gespannt auf eure Outfit, Jungs. Zeigt mal, was habt ihr so an? Dann. Ja, Mann, ich fange unten an. Ich habe Magella Future Lows an, darüber eine schwarze Baggy Jeans. Ein Hemd von Hannes Röther aus dem Home of Blues in Dullach. Ja, laber nicht. Ja, Mann. Laber nicht. Wir haben echt viel Hannes Röther letztes Jahr reinbekommen. Ja, echt verschickt. Lustigerweise, okay, ein Homie von mir, den seine Mutter ist mit ihm auf die Schule gegangen und der bringt uns ab und zu mal Stuff von der Okay, vorbei. Der ist ja von hier, gell? Freiburg, glaube ich. Ja, aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Der ist Stuttgart. Okay, okay. Actually, okay, krass. Ja, Mann. Verschickt. Ja, Mann, crazy. Ja, Mann. Das ist sehr, sehr lustig. Guck mal, übel. Da, ja. Übel. Darüber dann eine Vintage-Lederjacke von meinem Vater. Eine schwarze Beanie und Bottega Veneta Sonnenbrille. Ringe, wie immer. Hosenkette. Und, yes, ja, Mann. Auf diese Detailing geachtet. Yes, nice. Sir. Ist dieser Chrome-Ring, ist der real? Nee, leider nicht. Leider nicht, Habibi. Schön wäre es, hoffentlich in ein paar Jahren. Bisschen sad, Bruder, aber ich check. Das ist viel Money, Bro. Ja, Mann, stark, aber. Danke, danke. Yes, Sir. Bei mir, ich trage unten Doc Martens, Hose von Zara. Oberteil. Diese Fast Fashion. Basic, ja, direkt. Oberteil auf von Zara. Tuch von Agnes Studios. Don't play with me, das ist ehrlich geil. Ich finde das richtig cool. Ja, ich finde das echt nice. Feier ich auch. Ich finde, ich habe die ganze Zeit auch, ich finde auch dieses Hermes-Tuch, was du hast, dieses Seidenhalstuch, auch extrem nice so. Habe die ganze Zeit nach einem geschaut und ja, man, Agnes Studios finde ich eh sehr, sehr nice. Feier ich extrem, wirklich. Insane. Also Agnes Studios, was ich am meisten feier, das sind die Hosen. Also die Jeans, die machen, das sind wirklich abnormal, Mann. Also diese Mango-Stände von ich glaube, letzter Season ist das sogar, oder zwei Seasons ago? Nee, letzte Season ist es so sein. Ist es nicht diese, wo voll ist mit diesen, wo so Ketten aufgezeichnet sind und so? Nee, das ist jetzt diese neue Print-Denim. Die ist so geisteskrank. Die ist sick, aber ich rede auch von dem Modell davor. Wo nee. Die gab es in zwei Versionen. Einmal dieser blaue, die gewaschen wurde, diese Matt, wirklich. Yeah. Diese Matt-Wash-Denim. Und dann gab es noch eine komplette braue Wax-Version. Ich hatte die damals im Wusto an. Und Leute, lasst mich euch sagen, diese Hose kostet zwar 570 Euro, aber vom Fit her ungeschlagen. On God, beste Basic-Denim, die ich jemals anhatte. Ich weiß nicht, was sie mit dem Sizing irgendwie verkackt haben, aber ich hatte eine 28er-Waist an. Ich bin eigentlich eine 32er Hosen-Size und die hat mir perfekt gepasst. Also Agnes ist da irgendwie ein bisschen aus dem Rein geraten. Aber geisteskranke Hose. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, die irgendwie im Sale zu schießen, ey, No-Brainer, holt ihr euch. Ja, safe. Also generell verfeier ich mich. Die Agnes-Hosen sind schon sehr, safe. Sehr nice. Ja, Mann. Kurz, ihr kennt den Agnes, den Smiley, ne? Ja. Wisst ihr, warum der so monoton schaut? Nee. Ist schon mal aufgefallen, wie so ein Roboter, ne? Ja, schon, ja. Ich hatte letztens Fittings bei Hugo Boss und eine der Creative Directoren, also eine der Youngsters da, die da arbeitet, die hat erzählt, sie hat eine Freundin, die arbeitet da in einem Agne-Archiv in Stockholm. Okay. Und die hat das so erzählt bekommen damals von ihrer, nennen wir es Chefetage mäßig. Das kommt daher, dass wenn du durch Stockholm läufst, und das bemerkst du auch wirklich, wenn du da durchläufst, die Leute sind alle sehr monoton unterwegs. Okay. Das heißt, die Leute sind alle so straight und sehr ernst. Ja, und daher kommt dieses lustlose Smiley-Gesicht. Das ist einfach nur ein nice Strich, die zwei Punkte sind. Das haben sie auch auf den Beanies drauf, ne? Genau, exactly. Ja, genau. Also echt cool gemacht. So, weißt du, das sind so kleinere Details, die nimmt man dann gerne mit. Ja, stark. Cool auf jeden Fall. Musste ich auch nicht. Ja, safe. Ja, Mann. Lederjacke auch Vintage. Schmuck und Sonnenbrille von Bottega Veneta. Yes, sir. Ja, Armband auch von Agnes Studios. Darauf hast du mich auch damals in Karlsruhe angesprochen. Habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Also, Shoutouts an seine Freundin. Ja, Mann. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall Plan. Sehr nice. Ja, Mann. Das zu meinem Fit. Yes, sir. Sehr nice. Ernsthaft. Ich feier's. Also, ich bin auch jetzt nochmal vorne, um diesen Fast-Fashion-Aspekt aufzunehmen. So, ich verstehe, dass man nicht komplett ohne Fast-Fashion leben kann. Das ist natürlich ein Punkt. Nur, es ist so, es gibt Menschen, die übertreiben maßlos. So, ich sehe teilweise bei Girls, so, die haben im Schrank
die tragen dann wirklich, die kaufen sich 5 Pieces, tragen davon 2 Pieces, nach 2 Jahren bemerken die, da sind noch 3 Pieces im Schrank, wo noch Tag dran hängt, so, mit welcher Welt leben wir denn, weißt du, was ich meine? Komplett. Das kannst halt sein. Ich finde, du musst so eine, wenn du so eine Waage hast, ich sag mal so, viele können sich zum Beispiel auch Fashion halt nicht leisten, weil, ja, also, was zahlst du für ein Basic? Ja, halt Designer-Fashion. Ich meine, an sich, es gibt ja auch gute Alternativen, sich cool anzuziehen, so. Es muss ja nicht High Fashion sein. Ja, das ist ja natürlich auch wichtig, so. Aber ja, das, was du gesagt hast mit diesem Fast Fashion Ding, so. Die Leute kaufen dann halt bei Zara 5-mal ein im Jahr oder 10-mal, so. Und für das kannst du dir dann ein Piece eigentlich holen. Und dann kannst du dir auch nochmal besseres. Und das hast du für immer. Exactly, wenn das länger bleibt. Exactly. So, das ist halt auch so ein Das ist genau mein Gerede. Weißt du, die kaufen sich 5 Pieces für jeweils 10 Euro, das sind 50 Euro. Ja. Safe. Die werden nach 2 Jahren weggeschmissen, 3 davon werden nie getragen und dann auch irgendwann weggeschmissen. Ah ja, safe. Bro, kauf dir ein Piece für 50 Euro, das hält dir für ewig. Ja, wenn du's richtig investierst, safe. So. Und dann hast du viel mehr Spaß dran. Man muss es auf jeden Fall in der Waage halten, so. Also ich, bei mir ist auch wirklich, wenn irgendwas zu Zara ist, dann ist es echt meistens basic, so. Und wie ihr schon gesagt habt, ja, für 50 Euro kannst du halt irgendwo ein hochwertiges Basic holen, so. Und dann hast du mehr davon auf jeden Fall. Hier ist das dazu auf jeden Fall. Ja, Mann. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal in die Fragen rein, so. Ich meine, du hast ja schon rausgehauen, du hast brutales Knowledge, so, über Fashion. Deswegen wollen wir gerne mehr von hören. Ich will mich da nicht zu sehr lowbauen, so. Ich habe schon arges Knowledge, aber natürlich gibt es immer wieder Leute, die natürlich noch mal ein bisschen on top Knowledge haben. Klar, ist ja bei uns auch so. Wir sagen ja auch, dass wir nicht so ohne Knowledge jetzt hier hocken, so. Aber ist ja auch geil, jemanden da zu haben, der schon mal ein bisschen mehr weiß. Der komplett drin ist, so. Und deswegen ist es immer schwierig, wenn wir im Podcast über Mode reden. Da ist es dann halt schwierig, wir kennen uns da nicht so aus und wenn wir dann so versuchen, richtig, ein bisschen in die Bubble zu gehen, dann so wird man wahrscheinlich irgendwelche Fake-Sachen sagen, so, was gar nicht stimmt, deswegen ist auch ganz gut, wenn wir jetzt jemanden hier haben, der uns belehrt. Ja, ich bräuchte so einen Live-Kommentator, der da sitzt und so Fakten checken. Ja, genau, safe auf jeden Fall. Mann, und da würde ich auf jeden Fall als allererstes fragen, wie du zu Mode gekommen bist eigentlich. Wie hat es angefangen, was hat dich dazu inspiriert, so, Ja, da stellst du mir eine interessante Frage, Bro. Mir wurde die letztens erst schon gestellt, tatsächlich von einem Zuschauer. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Nee. Ich glaube aber, den Anfang haben zwei Dinge gemacht. Und zwar einmal ein Chris Brown Video und ein Shirt von Peso. Okay. auch wenn ich meine gewisse Differenzen mit Justin hatte über seine eigene Kollektion. Ja, Mann, ich würde schon sagen, dass mich Peso damals so ein bisschen mit einem Piece, was sie gedroppt haben, so ein bisschen auch nachdenklich gemacht haben über Fashion. Mhm. Und dann durch dieses Chris Brown Video ich so zum ersten Mal angefangen habe, so Sachen nachzustylen und versuchen, so einen eigenen Flair so zu geben. Exactly, genau. Mhm. Und dieses Piece war damals im Endeffekt, das war ein weißes Shirt, das weiß ich noch genau, ein weißes Shirt mit einem blauen Engelprint drauf. Ist es dieses Butterfly-T-Shirt gewesen? Nee. Das fand ich gar nicht geil. Das fand ich überhaupt nicht geil, schon damals nicht. Das war damals übel der Trend und ich war schon immer so, ich weiß nicht, warum das jetzt so Mainstream ist, hab's gar nicht gerallt. Nee. Was mich damals bei Peso abgeholt hat, es war ein weißes Shirt mit so blauen Engel und Gravuren, Verzierungen außenrum und es war anstatt in der Mitte draufgeklatscht, ein bisschen nach links versetzt auf das Shirt. Also nicht zentral. Nee. Das hat damals auch Sway Lee oder so mal getragen und ich habe mir zum ersten Mal so drüber Gedanken gemacht, ey, Fashion kann ja mehr sein als ein zentrales Artwork auf einem T-Shirt oder Hoodie oder sonst irgendein Piece. Ja. Wenn du, für mich hat dieses T-Shirt eine ganz gewisse Ästhetik ausgestrahlt aus auf einmal, nur weil es anstatt in der Mitte ein wenig mehr nach links platziert war. Mhm. Und das war dieses, was Virgil Abloh damals gesagt hat, die kleinen Details einem Outfit kann man auch zur Geltung bringen. Und das ist diese Ästhetik, die hervorgebracht wird, indem man einfach nur ein Artwork nimmt und es nach links platziert. Von dem ganzen T-Shirt einfach. Ja, muss ich das so ein bisschen bildlich vorstellen. Aber das hat damals mich schon so zum Nachdenken gebracht, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist mehr. Versteht ihr? Sehr weit ausgeholt, aber ich verstehe. Warst du davor gar nicht into so, dass du dir Gedanken gemacht hast, hey, was passt jetzt cool zusammen? Oder es gibt ja viele Leute, wo sich einfach keine Gedanken machen, morgens an den Kleiderschrank gehen, blind in den Kleiderschrank greifen und sich dann anziehen. So. Aber das hat ja auch gar nichts mit Fashion zu tun. So. Ja, das ist ja wirklich, also hat dann jemand, der hat den nie über seinen Style nachgedacht. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Aber das war so der erste Punkt, wo du über Fashion nachgedacht hast. Ich habe über, hey, das Fashion ist ja mehr als ich kann nur Hoodie mit Hose kombinieren oder sowas. Ja.
was ich meine? Und das waren ja noch Zeiten, da kamen Baggy Pants gerade mal so rein. Da hat man damals wie noch, kennt ihr noch das jetzt her? Wie nennt man diese Cuffs, die man da hochgemacht hat damals noch? Wie Pinrolls. Pinrolls. Heute rennen immer noch einige so rum, Digga. Boah. Das war wirklich cringe. Also, furchtbar, Digga. Pinrolls. So, aber ich habe aber auch gemacht mal. Ja, ich hab's aus, ich hab selber eine Zeit immer noch so umgeklappt und dann erst hochgerollt, damit es noch enger einfach unten ist. Shout out mein Homie Alex, der mir das damals beigebracht hat in der Stunde. Das war tot. Shit, Digga. Ja, Mann, krank. Also, ja, Mann, das war damals so diese Zeit. Und auch wenn ich, wie gesagt, damals so meine Differenz mit Justin auch hatte, so wie in dieser einen Kollektion. Ich habe ein Video gemacht, er hat ein Video gemacht. Da gab es ein bisschen Stress. So. Ach so, echt? Über Social Media gab es da Beef oder was? Ja, ich hab damals seine eine Kollektion sehr weggehatet. Muss ich fairerweise sagen, man hätte das vielleicht ein bisschen anders describen können, so. Okay, warst du da auf YouTube schon... Also hast du da, was er hat ein Video über mich, oder was heißt, er hat an sich ein Video über ihn auf YouTube hochgeladen, also okay. Wo Leute auf die aktuelle Kollektion auf YouTube, auf TikTok reagiert hat, mäßig. Yeah. Und ich habe die halt miese weggehatet, diese Kollektion. Es tut mir leid, also wirklich, so ich verstehe, so ich hätte das anders ausdrücken können, da bin ich auch völlig dabei. Ich würde von mir selber sagen, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, und ich sehe auch gerne Fehler ein. So, yeah. Ich finde so, dass Menschheit wird nicht funktionieren, wenn man einen Fehler nicht einsehen könnte. Yeah. Und ich sehe auch den Fehler bei mir so ein bisschen, dass man das hätte nicht so rüberbringen müssen auf diese harte Art. Dass die Kollektion trash ist, ändert trotzdem nichts dran. Ja, ich fand die wirklich, ich finde sie auch Meinung, jetzt noch trash. Das ist deine Meinung eigentlich. Ja, welche war das denn? Also das, ich habe jetzt nicht so im Kopf. Das alle, war muss ich sagen, die, vor die Winter, Fall Winter Collection von vorletztem Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ja, noch und die waren, früheren Sachen noch ein bisschen im Kopf, aber so mittlerweile. Weißt du, wie gesagt, ich bin ja für mich, da muss ich auch Credits an Justin geben so und auch an Peso einfach. Das war die Brand, die mich damals in Fashion reingebracht hat. Checkst du, was ich meine? Ja, und dann habe ich auf einmal eine Kollektion vor mir gehabt, die eigentlich fast nur kommerziell ausgelegt war. Mhm. Nur so für diese breite Masse gestaltet war. Komplett, ja. Wo ich nichts Neues gesehen habe, wo ich wirklich mir dachte, Bro, das ist, tut mir leid, es war Trash. Ja, es ist auch irgendwo viel Geldmacherei, weil er ganz genau gewusst hat, ey, er muss das und das bringen. Wenn er die Sachen bringt, die verkaufen sich safe, so oder so. Safe. Und ja. Ist ja auch bei ihm immer dieses breite Masse ansprechen, so. Ja, mit dieser Street Fashion, die er macht, so. Ja, das ist komplett. Halt für alle im Endeffekt, so, die sich so ein bisschen mit Mode und Street Wear und so auseinandersetzen. Ja. Komplett. Ich finde das theoretisch, alle könnten da bestimmt mindestens ein Piece rausziehen. Sogar, also auch wir, sage ich, wo immer mal wieder ein Piece dabei ist, wo du sagst, ey, eigentlich ist das schon geil. Ja, also safe. Ich sehe jetzt auch Kollektionen von ihm, wo ich sage, hey, das und das Piece finde ich eigentlich ganz cool. Würde ich, also, ja, safe. Wenn er es mir schenken würde, würde ich es auf jeden Fall tragen. Also Geld ausgeben jetzt für Peso würde ich nicht, no front halt, aber. Ja. Also kommt drauf an, es gibt auch jetzt ab und zu mal so Pieces, wo ich sagen würde, so könnte man schon cool auch kombinieren, weißt du? Und jetzt kam wieder was, das ist ja das Ding. Aber ich finde diese Brand, der Name Peso ist mittlerweile. Nicht schämen, aber ich fühle mich komisch, wenn ich mit Peso rumrenne, weil ich mich dann irgendwie kindisch fühle. Das heißt, dieses Stigma, ja, das wieder, das leider, am Anfang gesagt leider, hast, leider. Ja, ich finde es schade, Bro. Weil es halt so viel für die Breite ist gemacht ist, was ich gerade gesagt habe. Bei 6PM ist es auch so. Eigentlich coole Sachen als mal, aber ich kann mich nicht mehr damit identifizieren mit der Wave, weil ich komme mir dann vor wie so ein 15-Jähriger, wo von seiner Mom Taschengeld bekommen hat und sich jetzt ein Peso-Shirt macht. Oh, das ist arg. Das ist wirklich arg. Aber ja, also mit 6PM bin ich nie warm geworden, es tut mir leid. Also da bin ich komplett bei dir. 6PM ist leider für mich eine Brand, die verstehe ich überhaupt nicht. Um jetzt mal das so in Worten von meinem Homie Nathan zu sagen, Kawasaki, Shoutouts an ihn. So, du bist in einer Szene, wo die Leute auch wirklich mit Kritik umgehen müssen. Ja, safe. Verstehst du, was ich meine? Die meisten können das leider nicht. Und da hat Nathan auch komplett recht, so, die müssen das irgendwie lernen. Mhm. Und 6PM ist halt in der Hinsicht für mich genauso eine Brand, wo ich sagen würde, Bro, das ist für mich gar nichts. Es tut mir leid. Es ist für mich boring ass Fashion. Trotzdem, und das muss man diesen Leuten lassen, und ich schwöre bei Gott, dafür. Rieseninspiration muss man sagen. Ashraf ist ein Macher. Er hat Marketing seine Mutter gegeben. Total. Komm, check dir, was ich meine. Komm, jetzt mal auch ohne Scheiß, mit wem der auch chillt, ohne Scheiß, so, der hängt schon mit krassen Leuten ab mittlerweile, weil der halt einfach ein Macher ist, so. Ja, safe. Ja, das ist ja auch alles Marketing, dass er mit denen chillt. Ja. Das ist ja genau das, was du sagst, so, der nutzt alles so gut einfach. Und da muss ich auch kurz jetzt einwerfen, das habe ich nämlich auch in unsere Gruppe geschickt. Chiago macht das auch brutal, ist jetzt zwar nicht Mode so, aber ich muss es jetzt kurz sagen, wegen Stefan Raab und so, ich weiß nicht, ob du das auch geschaut hast. Ja, komplett mitbekommen, geil. Ey, Mann, der ist auch überall, siehst du dem sein Gesicht gerade einfach. Ja, und wirklich, so macht das Ashraf ein bisschen in dieser Mode-Ding auch. Ja, so. Safe. Ach, feiert die Chiago? Ich feier die Mucke gar nicht, ich bin da raus tatsächlich. Also ich habe einmal diesen EM-Song, weil ich halt auch in diesem EM-Fieber war, den habe ich gefeiert mit Haaland zusammen. Junge Baller. Junge Baller, das war
Hab ich gar nicht gehört. Okay. Das war halt so ein EM-Song so und dann bist du halt im Vibe und dann habe ich es gefeiert, aber an sich die Mucke von ihm, die Wave, war ich gar nicht so diese, ja, keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen. Also das war der erste Song, den ich gehört habe, so mäßig von ihm. Klar, man hat mal was gehört, aber den habe ich wirklich gepumpt und gefeiert so. Ja. Und ich muss sagen, der mit Marco jetzt ist auch geil. Ja, Marco finde ich auch ganz cool. Marco finde ich eigentlich ganz cool, weil wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, ich bin halt diese Deutschrap-Szene bis auf so ein paar Artists eigentlich komplett raus. Ja. Für mich gibt es, was Deutschrap angeht, so vielleicht einen Rin. Mhm. So ein paar neue Songs sind auch echt nice. Mainly so diese alte Wave. Ja. Was habe ich sonst noch gefeiert? So ein UFO. Ja, UFO, ja. Safe. So, auch da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. So. Ja, safe. Auch ein Fashion-Idol mittlerweile in der ganzen Szene, safe. So, die Leute checken es, finde ich, aber dass der Bra macht. Geisteskrank. Die Amis kommen zu ihm her auf den Konzerten und fragen, exactly, hey, Digga, woher hast du das her? So. Ja, safe. Und er sagt, ey, aus der Frauenabteilung, so, weil der bewegt sich da halt überall. So. UFO ist schon... Ja, so, es gibt da schon ab und zu mal so wo ich auch sage, nice, aber mainly, ich bin da komplett raus eigentlich. Mhm. Also, Chiago Marketing mitbekommen, so, das interessiert mich selber auch, weil es ja auch irgendwo mein Beruf ist. Checkt ihr, was ich meine? So. Ja, klar. Jetzt nicht für meinen Personal Content, aber ihr checkt, so, ja, für andere Brands und so weiter. Ja, safe. Aber sonst ist Deutschland für mich tot, tut mir leid. Ja, ich bin da auch nicht so in der Bubble drin. So. Ich habe meine zwei, drei Artists, die ich feiere. Und da ist ein Deutschrap auf jeden Fall Nummer 1, UFO. Safe. Ja, Mann. Safe, ja. Jetzt haben wir den Faden verloren. Und was ging es eigentlich? Direkt voll ausgeschwichen. Ja, wie bist du zum Mode gekommen? War die Frage. Erste Frage schon, zu viel des Guten einfach. Ja, man, hast du da noch irgendwas? Achso, stimmt, es ging darum, wie du zur Mode gefunden hast. So. Also hast du noch komplett irgendwas hinzuzufügen? So? Ja, genau. Ich würde das in zwei unterteilen. Das war einmal dieses Peso-Shirt, was mich so nachdenklich gemacht hat, so stutzig gemacht hat, wo ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, okay, es kann mehr als das sein. Ja. Und das zweite war dann, ich habe ein Musikvideo von Chris Brown gesehen und hab dann dieses Outfit nachgemacht, in der Schule gepult und ich habe wirklich viele Komplimente dafür bekommen. Yeah. Weil das war halt nicht so dieses basic-ass Outfit, was man immer sieht, sondern es war halt wirklich ein bisschen was Auffälligeres, wo Leute drüber nachgedacht haben. Mhm. Und durch diese Komplimente habe ich auf einmal so eine Confidence von Fashion bekommen. Mhm. Und ja, das natürlich hat mich gehuckt. Diese Confidence, die mir dieses Outfit gegeben hat mich gehuckt auf Fashion. Digga, das macht auf einmal Bock. Das macht auf einmal Bock. Fühl ich. Bei mir war es ähnlich auch. Ich habe mit Justin Bieber war da so mein erster... Door-Opener, so. Da hinten hängt ein Hoodie, den kannst du direkt anziehen. Ja. Kennst du diesen Balenciaga New York Hoodie? Diesen pinken, den er mal getragen hat? Den habe ich schon gesehen, ja. Der ist nicht hier, aber wir hatten den mal. Nee, wir hatten diesen im Store. Ich dachte, das war, okay, kranke. Ey, das war damals auch geistkrank, wo er mit Fear of God dann angefangen hat und so. Ja, wir haben es vorhin drüber gehabt, Alter, Digga. Ich lache doch, verschickt. Wir haben es vorhin drüber gehabt, Digga, shit. Ja, Mann, aber ja, das war auf jeden Fall auch, das war big so. Deshalb, das kann ich auf jeden Fall safe relaten, ja, Mann. Safe. Geil, ja, Mann. Willst du mal kurz noch so erklären, was du an sich so alles machst? Weil du bist ja sehr breit gefächert, so. Ist jetzt nicht nur, wir haben es gesagt, hier Laden und Mode, aber es sind ja auch noch Modeling, hast du angesprochen und so weiter und so fort. Kannst du ja vielleicht mal mit dem Laden auf jeden Fall mal anfangen, so. Ich denke, das fragen sich bestimmt auch viele. Wie meinst du, was soll ich als erstes erzählen? Fangen wir damit an, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Nintendo Archive. Okay, ja. Also Nintendo Archive ist der Store von meinem Homie Karl. Karl hat das 2018, wenn ich mich recht erinnere, gegründet. Mittlerweile gibt es eine zweite Location in Berlin und während ich und mein Homie Ed hier unten den Store in Stuttgart jetzt machen, macht Karl oben in Berlin den Store. Und ich habe hier hinten mein Office. Ich bin selbstständig als Content Manager und Creator unter anderem. Für mich selber ist das eher so ein Hobby. Vielleicht der eine oder andere kennt mich von meinen Videos. Damit könnte ich niemals über die Runden kommen, aber ich mache das für andere größere Firmen und Leute, Privatpersonen. Ich bin unter ziemlich vielen Brands, die ihr da draußen vielleicht sogar kennt. Bei manchen bin ich auch mit dem Gesicht davor. Und sonst bin ich tätig als Model und Stylist. Das ist so meine ganze... Lebenslauf. Basically mein Lebenslauf, wo ich überall aufgestellt bin, genau. Ja, Mann, du bist gerade eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Du bist ja schon Gesicht von den ein oder anderen Brands gewesen. Magst du da vielleicht mal aufzählen? Bei manchen, wo man mich schon gesehen hat, meinst du jetzt modelmäßig wo ich Content Manager bin, beides, wo man mich auch ab und zu mal sieht? Beides auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Ola Kala gesehen, die kommen ja auch aus Stuttgart, die Kollegen. Ja, Ola Kala, das ist auch eine lustige Story zu. Ola Kala, genau, da habe ich schon viel geshootet für. Ich komme ja auch aus Stuttgart, so. Deswegen, da kennt man sich auch irgendwie so ein bisschen untereinander. Also ich kenne viele Leute, die da arbeiten. Habe damals auch mit denen geshootet für, ich glaube, das war damals diese Basic-Reihe von den Hoodies. Die sind ja in verschiedenen Farben rausgekommen. Die, wo diesen, mit der Maske, mit genau. Der Maske drin und hatten, auch diese Zipper. Finde ich übrigens sehr cool. Also Hoodie mit der Maske drin, sehr coole Idee. Wir haben einen, glaube ich, sogar hier im Store noch. Ja, nice. Also,
Ola Kala macht auf jeden Fall sehr, sehr nice Stuff. In letzter Zeit finde ich Marketing ist ein bisschen untergegangen. Finde ich ein bisschen schade, weil also ich finde, Ola Kala hat mit Stefan oder Stefan. Oder sorry, ich weiß nicht genau, wie man deinen Namen ausspricht. Aber super Designer. Super Designer in meinen Augen. Er hat super viel Potenzial. Ich mag das, was er macht und auch noch machen könnte. Insane. Der hat so viel Potenzial als Designer. Also auch viel krasser geworden, Ola Kala, muss ich sagen. Also ich verfolge zum Beispiel sehr viel Patrick Spector. Der macht leider im Moment nicht mehr so viel auf YouTube. Aber der hat auch immer so seinen Senf dazugegeben bei den Kollektionen. Und da hat man echt gesehen, also der war nicht von Anfang an dabei, der Designer von Ola Kala, oder? Oder war der von Anfang an dabei? Das ist eine sehr gute Frage, das kann ich dir gar nicht beantworten. Okay, okay, weil das würde mich auf jeden Fall safe interessieren, weil irgendwann Ola Kala schon so einen Switch gemacht, wo die echt krass wurden, muss ich sagen. Mhm. Also echt geile. Ich meine, Patrick Spector war ja damals auch noch so in diesen OG-Fashion-Gruppen dabei. Ja, in diese Zeit noch. Ja, ja. Da war ja auch ein Louis Double Garden und so weiter, die waren da alle. Augeistrang, oder negativ. Negative Trade. Ja, oh shit, der ist auch geistrank, finde ich. Ja, also da gibt es schon diese OG-Zeiten in diesen Gruppen, Mann, auch schon crazy. Auch cool, wie sich, weißt du, man sieht dann so, wie diese Leute sich über die Zeit entwickelt haben in Richtung Fashion. Manche sind Stylist geworden, manche haben ihre eigene Brand gemacht oder das ist richtig cool. Ja, Mann, übelst. Ich feiere das, wenn Leute so dann irgendwann am Machen sind, so ihre eigenen Sachen aufbauen, das ist richtig cool. Ja, das ist einfach Sachen machen, den Jungs Sex, was ich meine, so jeder, der in dieser Creative-Scene, das ist auch das Coole hier bei Nintendo. Nintendo ist ja nicht so, ist dann nicht nur ein Store, ist ja vielmehr eher so ein Hotspot hier in Stuttgart für jeden, der irgendwie was mit der Creative Scene zu tun hat. Jeder, der irgendwie Bock hat, was Kreatives zu machen oder sich zu connecten mit kreativen Leuten. So wie gesagt, ganz am Anfang des Videos meinte ich, dass am 21. hier ein Event ist. Das ist genau der Zeitpunkt, wo sich alle Creatives hier irgendwie versammeln und miteinander connecten für neue Projekte oder so weiter. Checkt ihr? Ja, das Live ist halt DJ, geil. Free Drinks, so jeder ist da, connectet sich untereinander. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wie Nintendo einfach damals groß geworden ist. Treffpunkt einfach so. Das ist nicht nur ein Laden, wo man hinkommt, um irgendwas zu kaufen, sondern man connectet sich so safe. Du hast gerade eben leise vor dich hingesagt, du hast eine witzige Story zu Ola Kala. Kannst du die droppen? Ja, ich kann die, glaube ich, droppen. Das muss ich mal kurz. Ja, doch, eigentlich. Wenn nicht, schon. Du kannst sie droppen und dann. Das ist auch schon so lange her. Das ist auch schon so lange her. Deswegen, ich habe ja wie damals das Shooting gehabt. Und ihr müsst euch vorstellen, so für mich war schon damals immer so eins meiner größten Vorbilder war InScope. Ja. Yeah. Also ich fand Nikos Humor schon immer sehr, 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 sehr funny. Also für mich eigentlich so der, den ich am liebsten geguckt habe und so weiter. Und dann natürlich damals für Ola Kala zu shooten, war natürlich erstmal so ein nice. Wie kam das zustande? War das dann also es kam wahrscheinlich dann über eine Agentur zustande, oder? Nee, das kam tatsächlich über eine Freundin von mir zustande. Okay, cool. Shoutouts an Adriana. Ja, okay, die hat auch zu der Zeit bei Ola Kala gearbeitet und dann habe ich da zusammen mit meinem Homie Boca für Nintendo geshootet. Okay. Rest in Peace, Boca. Kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Nee. Und bei Ola Kala, nachdem wir das ganze Shooting fertig gemacht haben, kam Nico auf mich nochmal zu und meinte am Ende so, hey, könntest du dir vorstellen, noch die neuen Unterwäsche, die jetzt bald rauskommen, mit uns zu shooten? Bro, ich war völlig aus dem Häuschen, ich war innerlich mich. Ja, Digga. Bro, ich habe einen Freundschein bis die Decke gemacht. Ich bin auf einmal an der Stratosphäre abgegangen. So, das war crazy für mich, weißt du? Ist allein nicht zustande gekommen, weil Woche später habe ich das Video über die Pese-Kollektion gemacht. Nein, also, Digga. Ja. Nein. Und dann könnt ihr euch ja denken, dass da nie wieder eine Antwort kam. Ja, nicht, Digga. Stier, Alter. Ja, wie gesagt, das Digga. Mit Justin ist geklärt so. Aber es war natürlich einfach in dem Moment natürlich. Es war scheiße, safe, ich verstehe das auch komplett. Weißt du, die haben sich ja danach, ich glaube auch eine Woche später erst mit Luciano und so weiter für dieses Axi-Event in Berlin getroffen, wenn ich mich recht erinnern kann. Und ich verstehe das so, weißt du, was ich meine, so, dass man sich da so supporten kann. Ich, Bro, ich bin der Erste, der. Checkst du, ich verstehe das komplett. Ja, safe. War natürlich einfach schade für mich. Ja, checkst du, was ich meine? Für mich ist da ein bisschen was gebrochen in meinem Herzen so. Aber ja, so Leben geht weiter, weißt du, ich meine so. Ja, safe. Der Grind geht weiter, so. Aber es kamen ja noch andere Marken, mit denen du geshootet hast, so. Aus der Streetwear-Szene, so Rap-Szene aus Deutschland, können man zum Beispiel, so Lübeck zum Beispiel habe ich gemacht. Ja, genau, das hatte ich nämlich auch auf Insta gesehen, auch sehr nice. Wie kam das zustande? Das kam über Karl. Schau, das ist Karl. Okay, hat er da Connections irgendwie zu den... Genau, der hat schon mal für die geshootet. Und es ist halt häufig so, dass du in diesem Netzwerk so, weißt du, wenn du mal da warst und du hast dich gut mit denen verstanden, so, dann kommen die halt mal auf dich zu, sagen, hey, kennst du nicht jemand aus deinem Umfeld, der auch modelt, der irgendwie ein New Face für uns wäre, der da könnte irgendwie? Ja. Und Karl hat dann damals mich und eine andere Freundin von Karl vorgeschlagen und dann habe ich zusammen mit ihr da geshootet.
Ja, oh nice. Das eine führt zum anderen, weißt du, was ich meine? So. Ja, ja, klar. War cool. Aber die Jungs sind solche netten Arzten, also for real. Ja. So coole Menschen. Rin war auch von dort Anfang gewesen und so? Nee, er war nicht dabei. Okay, okay. Ja. Aber ich sag jetzt, das war auch gar nicht schlimm. Also, hat gar nicht gut, weil die Jungs. Shoutout an Soran, ich schwöre, ist so ein cooler Typ. Und das war, weißt du, ich feiere das richtig, so zu solchen Brands hinzukommen, mit denen zu shooten und zu connecten. Ich bin so ein sehr offener Mensch. Ich connecte super gern. Ich sehe das auch so ein bisschen als meine Superpower, so, weißt du, so. Das ist ja auch irgendwo so mein Job, mich mit Leuten zu connecten und daraus dann safe mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Safe, checkst du? Safe. Und deswegen ist das für mich immer wieder so geil, okay, neuer Kunde, neuer Job, ich kann mit Leuten connecten, reden und so weiter. Und wenn das dann solche entspannten Menschen sind, ja, Bro, ja, da springt mein Herz, das ist Love einfach. Ja, ja, und umso mehr Leute du kennenlernst, umso größer wird dann auch die Bubble, ne? Ja, safe. Und über die Leute lernst du wieder Leute kennen, genau. Und so. Das, ja, Connections, gell. Ja, schon sehr nice. Ja, safe. Ja, man. Sonst, was hast du sonst für Hugo Boss, hast du, glaube ich, auch? Hugo Boss, viel Fittings mittlerweile, ja. Die sind auch alle cool, weil Hugo Boss ist so, du musst dir vorstellen, hier in Stuttgart. Ist ja auch. Den Fakt kenne ich von meiner Freundin, dass wegen Hugo Boss, glaube ich, Metzingen, die Metzingen City, also die ganzen Outlets aufgemacht haben, glaube ich, durch, also von, wo ist denn die jetzt? Hallo! Habe ich was falsch gesagt oder war das richtig so? Oder? Ja. Weißt du das? Ah, cool, nice. Ja, man. Ah, krass. Das hast du auch nicht gewusst? Nee, ich wusste das auch nicht. Jetzt kommt diesmal. Ja, stark. Ja, Junge. Stark, Bro. Shit. Ah, nee, crazy, ja, weil das HQ ist ja da. Da ist das dann auch immer. Mein Arsch hat leider noch keinen Führerschein. Dementsprechend muss ich auch nicht. Ich bin auch so drin, Digga. Mein Arsch. Das ist immer same. Bro, so, mein Arsch muss dann jedes Mal um 5 Uhr aufstehen, um da hinzufahren für Fittings. Aber die Leute da sind so, so cool, Bro. Und es ist auch cool, weil da sind viele Leute dabei, die haben wirklich diepe Ahnung von Fashion auch. Bei Hugo Boss? Wirklich deepe. Das schickt mich. Ja, nee, weil die haben jetzt ja trotzdem irgendwo studiert, verstehst du? Ja, ja. Und ja, klar. Natürlich, ich darf da, glaube ich, sehr keinen Namen nennen, so, aber es gibt auch da Leute in unserem Alter, so zwischen bestimmt 22 bis 35, wo die würden super gerne noch viel krassere Fashion machen. Die müssen es aber kommerziell halten auf diesem Logo-Print, was Hugo Boss dann natürlich nach außen tragen will. Natürlich ist das ein bisschen einschränkend, aber es ist halt das, was Hugo Boss verkauft und was auch die Kundschaft von Hugo Boss irgendwo will. Ja, so. Ja, ich meine, wie lange gibt es Hugo Boss schon, Mann? Die können jetzt ja nicht anfangen auf einmal. Ja, na klar. Die haben ihre falsche Kundschaft halt auch. Ja, ja, exactly. Eben. Aber die haben halt auch diese Leute da, die eigentlich viel mehr machen könnten. Klar. Verstehst du? Ja, so, und die fühlen sich natürlich ein bisschen unterfordert, aber deswegen haben die auch dieses Knowledge. Die haben dieses Knowledge, weil die interessieren sich für diese Bubble. Ja. Das heißt, du bist da umgeben auf einmal von Menschen, die wirklich Bock haben auf diese Fashion. Ja, ja. Und wenn du dann natürlich auch als Model und gleichzeitig auch Stylistin kommst und dann über sowas Knowledge hast, Bro, du connectest sofort auf, du bist sofort auf einer Wellenlänge und connectest mit denen automatisch. Ja, safe. Ja. Deswegen, also Hugo Boss immer wieder geil mit den Leuten da. Nice. Super coole Menschen, ja. War es für dich keine Option, vielleicht mal auch Mode zu studieren? Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert in Heidelberg. Nee. Und ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde mich für das Thema interessieren, weil, aber ich glaube, das wird sich für mich nicht lohnen, weil das wäre schon wieder, das wäre investierte Zeit. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ich das, was ich da rausbekommen würde, auch gezielter mir ausziehen könnte aus eigener Recherche. Ja. Weil ich bin zum Beispiel jemand, so, ich recherchiere sehr viel auch mit ChatGPT. Also ich gebe zum Beispiel ein großes Thema an und sage, hey, gib mir die wichtigsten 15 Punkte dazu oder fass mir das mal 20% zusammen, dass ich so dass die wichtigsten 20% von allem weiß. Und gehe dann natürlich, wenn mich was interessiert, auch tiefer rein. Und ich lese auch sehr, sehr viele Bücher, hatte gestern sehr, 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 sehr spät eine Konversation mit einem, mit dem ich mich in meinen Kommentaren unterhalten habe, den ich dann reingefolgt habe auf Instagram, er mir, und habe mich dann sehr viel über Yoji Yamamoto unterhalten. On God, vertraut mir, Freunde, Leute, die in dieser Yoji-Bubble drin sind, sind, was Fashion angeht, die nettesten Menschen. Die nettesten Menschen. On God, so geduldig und ich konnte mit ihm so deep dive auch über generell Fashion reden, er hatte super viel Knowledge und er meinte zu mir, Bro, ich muss unbedingt My Dear Bomb von Yoji Yamamoto lesen. Er selber hat 2 Auflagen davon, einen japanisch und einen in englisch. Die japanische kann er gar nicht lesen, die ist dann nur für die Ästhetik. Aber er meint unbedingt. Ich lese gerade das Ende Wille Mister Buch, was da hinten steht. Nee. Ist aber auch sehr viel mit Bildern. Also man natürlich, ich fashion ist natürlich auch viel mit Schauen. Natürlich, weißt du, was ich meine. Aber ich
mache da sehr selber, das ist halt mein größtes Hobby, weißt du, Beruf und Hobby gleichzeitig. Das heißt, ich informiere mich da selber so viel, dass ich sage, ich würde das dann noch einen zweiten Studiengang jetzt anzufangen. Ich glaube, das wird sich für mich gar nicht lohnen. Ja, wird sich ja nicht lohnen, weil du eigentlich auch schon irgendwie schon große Steps gemacht hast, so bist ja schon quasi drin in der Bubble so, deswegen. Ja, und ich meine, da geht es ja auch immer nach einem gewissen Lehrplan bei solchen Sachen. Und dann lernst du, wie du gesagt hast, lernst du wahrscheinlich so viel Sachen natürlich, klar, aber so viel Zeug, was du im Nachhinein nie wieder brauchst, so, wo du sagst, ey, da habe ich bestimmt 2 Jahre jetzt reingesteckt, die völlig umsonst waren, deshalb safe. Ja, ich finde es lustig, weil es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die ziehen sich so richtig crazy an, aber haben gar keine Knowledge von Fashion. Das ist aber auch sehr selten der Fall. Weil die haben schon ein bisschen Knowledge von Fashion, so ist es nicht. Aber so ist es halt. Du siehst, und dann gibt's, wiederum gibt es andersrum Leute, die zum Beispiel, die ziehen sich richtig low-key an. Yeah. Und du würdest niemals denken. Und auf einmal packen die Knowledge auf den Tisch, die klatschen dir Sachen und denkst dir, what the fuck geht jetzt für ein Schwimmen? Also das ist wirklich, das ist crazy. Und das siehst du auch häufig bei Hugo Boss. Die sind dann sehr low-key gekleidet. Es gab einen, der macht Tailoring bei Hugo. Yeah. Mit dem habe ich viel geredet. Super cooler Typ. Hat mega viel Ahnung, hat damals in Paris gearbeitet, unter anderem auch close mit Leuten, die viel mit Rick zu tun hatten und so weiter, also auch da sehr eng verknüpft alles. Bro, und er trägt halt viel, er trägt eigentlich mainly Anzüge und natürlich auch immer abgestimmt so ein bisschen auf dieses Tailoring, auf diesen Tailoring-Vibe. Bro, und wenn der einmal anfängt, sein Knowledge rauszuholen, Bro, wenn du da wirklich in Fashion drin bist, dein Herz geht dir auf. Ja, das ist echt krass. Ich finde es verschickt, wie man so krass drin sein kann, aber sich dann nicht selber so kleiden möchte oder nicht selber so. Was so heißt klein, ich glaube, so, die Leute so gehen dann halt auch auf Hugo Boss Arbeit, ja, weißt du, so vielleicht privat oder was anderes. Aber privat halt meine ich auch vielleicht. Keine Ahnung. Weil. Ja, es gibt immer wieder. Ja. Manche kleiden sich auch komplett. Ich meine, guck mal, es gibt Designer, Bro, die machen die geisteskrankeste Fashion überhaupt und laufen dann mit einem weißen Blank Tee und einer Anzugshose über den Laufsteg, um sich zu bedanken für die Fashion Show. Ein Martin Margiela, Bro, der wollte sich gar nie zeigen. Der wollte, dass sein Name auf seiner Fashion steht, aber nicht sein Gesicht. Und ich finde das bewundernswert, weil es natürlich sehr humble ist. Ja, das war es eigentlich. Da gibt es keine Arbeit für. Das ist einfach ein Punkt. Das ist humble as fuck. Und ich finde, ich meine, Martha Margiela, eh Legende in der Fashion-Welt, aber ja, es gibt da keine Kontraseite für zu, würde ich fast sagen. Ja. Ich finde das schon cool. Ich glaube, manche Brands würden gar nicht ohne Face funktionieren. Also Peso oder 6PM. Ja, ich will das jetzt nicht vergleichen, weil das eine ist diese andere High-Fashion mit dieser Streetwear, aber das würde nicht funktionieren und die Gesichter, weißt du, was ich meine? Ja, safe. Ja, Mann. Ja, Mann. Hast du eine Brand, wo du sagst, also ein Designer, sagen wir, fang mal damit mal an, ein Designer, wo du sagst, das ist so für dich All-Time-Favorite so am krassesten? Rei Kawakubo, Comme des Garçons. Okay, krass, okay. Aber es gibt viele, also Rei Kawakubo, also wenn du gerade auf den Designer ansprichst, gehe ich jetzt nicht nur aufs Design, sondern auch auf... Auf den Typ an sich. An den Typ, aufs, genau. Und Rei Kawakubo ist halt die erste richtige Powerwoman in Fashion gewesen. Okay, Bro, was, die hat eigentlich für so viele Frauen diesen Weg in die Fashion auch geebnet, diesen Weg. Und sie selber war einfach ein Genie. Okay, sie selber, die hat, Bro, also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch wirklich auch für sowas interessiert, dann informiert euch über Rei Kawakubo, was sie bei Comme des Garçons gemacht hat. Oder wie sie dieses, ich meine, wisst ihr, Comme des Garçons ist ja viel mehr als nur Comme des Garçons. Und das meiste, was die Leute halt nur kennen, ist dieses Comme des Garçons Black, dieses kleine rote Herzchen mit den Augen. Ja, okay. Aber Comme des Garçons ist so viel mehr, das ist eine Welt, in die du eintauchen kannst. So, und dann natürlich auch mit X-Junior Watanabe, so, das ist... Das wird niemals aussterben, glaube ich. Das ist einfach, die hat so auch eine Legacy hinterlassen, genauso wie ein Martin Margiela zum Beispiel. Wen ich persönlich jetzt gerade sehr, sehr feier, ist auch Issey Miyake. Weil Issey ist so, seine ganze Design-Language ist so sehr darauf aufgebaut, dass der Träger an sich entscheidet, wie er das Piece tragen will. Also jeder soll für sich selber entscheiden, wie er das Piece zu tragen hat. Und dementsprechend sind die Pieces auch so konzipiert, dass du die halt sehr viel umfunktionieren kannst. Also sehr viel umstecken kannst, viele Knöpfe, du kannst viel damit arbeiten. Und ich liebe generell so Fashion, mit der man einfach viel herumexperimentieren kann, sehr viel rumspielen kann, einfach die wildesten Sachen ausprobieren kann. Ich finde das richtig nice, weil wenn du schon eh viel Geld ausgibst für ein hochqualitatives Item, dann sollte dir da auch für lange Zeit was dran bleiben. Ja, dir, was ich meine. Also ich finde, das sieht man bei dir auf jeden Fall, gerade auf deinem Insta zum Beispiel, bei den Reels, das sieht
da haben wir es beide auch schon drüber gehabt, das sieht safe geisteskrank aus, wirklich. Also du experimentierst da echt viel rum, das sieht man. Mhm. Und du fühlst den Scheiß extrem. Und das merkt man jetzt auch, wenn man mit ihm da hockt. So. Ja, ja, safe. Ja, schon für mich ist, ich sag das auch mittlerweile jeden so, weil, Bro, für mich ist Fashion nicht nur Fashion. Für mich ist Fashion nicht etwas, was sehr Materielles ist, sondern für mich ist, ich lebe Fashion mittlerweile wirklich. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich zum Arzt gehen würde, der wird mich mit einem bisschen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ist das ADHS? Ja, oder Autismus, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ADHS. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird mich damit diagnostizieren. Ja, und das ist halt genau dieses, Bro, wenn ich für ein Thema wie Fashion, und das ist für mich wirklich Fashion, ich brenne für dieses Thema so sehr, Bro. So, und deswegen, wie gesagt, also, Bro, ich experimentiere so viel und ich bin auch niemand, der jetzt so nur full auf, keine Ahnung, nur Grunge geht oder full auf nur Avantgarden-Film steht. Ja, so, ja. Bro, ich experimentiere mich mit allem. Du mixt den Scheiß auch, ne? Ja, Mann, ich bin wirklich jemand, heute bin ich zum Beispiel so mies full Archive gekleidet. Alles, was ich anhabe, ist irgendwo ein Archive-Fiest, abgesehen von einem Chrome-Ring. So, aber ab und zu bin ich dann auch mal wieder so full Streetwear und dann auf einmal trage ich irgendwas Avantgardes. Und dann auf einmal so full nur ein Designer, so auf diese komplette Runway-Outfit-mäßig. Yeah, yeah. Und ab und zu kombiniere ich auch irgendwie was wild, irgendwie was untereinander. Versteht ihr, was ich meine? Yeah. Ich sehe da keine Regeln, keine Normen, nach denen ich leben müsste. Das ist ja das. Das ist ja gerade das Geile, das ist ja Kunst einfach und kreativ. Exactly, und deshalb kannst du da komplett mixen, was Videos halt passt, so wie es dir halt jetzt gerade gefällt. Und das finde ich auch das Geile. Gerade halt auch wieder an hochwertigen Mode, Accessoires zum Beispiel oder auch Teilen an sich. Yeah. Wenn du was Hochwertiges holst, da, genau das, was du gesagt hast, du kannst es einfach viel besser mischen mit anderen Sachen auch in vielen Fällen. Natürlich nicht alles so, klar, ich meine. Yeah. Ne? Aber ja, man, das finde ich auch sehr, sehr geil, dass man da einfach dann gucken kann, okay, das muss jetzt nicht nur ein blank T-Shirt sein, wie man es jetzt halt von Fast Fashion kennt, sondern wenn es halt irgendwas Ausgefalleneres ist, kannst du es halt einfach ganz anders tragen, mit kurzer Hose, dann mit einer Anzugshose, sagen wir mit Jeans, weißt du, da gibt es ja einfach keine Vorgaben dann für dieses Designer-Piece, so, weil es halt ganz anders gedacht ist von vornherein. So. Ich finde auch nice, wenn man so wie du sagst, das auch mixt, weil viele Leute gehen auch danach, hey, ich habe jetzt die Brand und ich kann jetzt die Brand nur mit der Brand zum Beispiel zusammentragen. Mhm. Und das ist halt das Nice, wenn man das Ganze kombiniert, wenn man morgens an den Schrank geht und einfach selber entscheidet, nach seinem Gefühl, wie man es selber geil findet, sich die Sachen anschaut und sagt, ey, das picke ich mir und das picke ich mir und das trage ich jetzt zusammen. Das ist doch viel nicer, wie da voll versteift drauf zu gehen, so hey, ich kann jetzt nur dieses Oberteil mit der Hose tragen. Ja, das sind dann so Leute, die haben nur das Outfit dann genau so drin. Und das ist mein Outfit. Genau, das eine Outfit und das trage ich immer so zusammen. Genau so wird das getragen. Also kannst du mal das T-Shirt mit der anderen Hose probieren. Genau. Die Hose mit dem anderen Oberteil. Ja, ja. Ich finde das immer sehr interessant, wie verschiedene Leute so ihre Ansicht auf Fashion haben. Ich finde das richtig nice. Weil ich glaube auch, dass das, wie gesagt, Fashion ist, es gibt keine Regeln bei Fashion. Checkt, was ich meine. Ah, ja. Fashion sollte Spaß machen und Fashion sollte, ich glaube, im Hauptkern dich wohlfühlen lassen. Checkst du, wenn du etwas ansiehst und du merkst, ey, ich habe extra Confidence dazu gewonnen, so, es macht mich confident, in diesem Outfit einfach rauszugehen. Ja, ja. Dann hast du ein Outfit an, was dir was zuspricht. Einfach, genau. Exactly. Und es kommt doch immer auf den Vibe an, finde ich so. Zum Beispiel, es gibt Abende, da, wenn ich weiß, ey, ich gehe jetzt irgendwie schick essen mit meiner Freundin, da habe ich richtig Bock auf diesen Herrenstyle. So am liebsten so geile Saint Laurent Boots, eine schön schmale schwarze Hose, enges T-Shirt, eine Lederjacke drauf. Digga, das kommt so geisteskrank und das ist einfach der Vibe dann. Ja, und anders gibt es dann Tage, Tag, da bin ich chillig, dann ziehe ich eine Baggy Pants und so Balenciaga-Hoodie drauf an und sehe aus wie so ein Penner. Aber ey, das kommt auf den Vibe einfach an. Morgens auf und hat die Vision, ey, heute habe ich Bock auf das und dann ziehe ich das so an und fühle es. Ich finde das auch so krass, wie tagesabhängig das ist und wie der Vibe so ist. Ich finde, Wetter spielt bei mir da voll krass mit rein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Auch. Ja, klar. Ja, ich finde so, gut, Wetter ist immer so und dann höre ich einen Song und dann ist auf einmal, okay, heute den Film so. Heute bin ich Rapper. Ja, und morgen Rockstar. Und morgen Rockstar, genau. Aber es gibt, ich kenne auch viele Menschen, die ziehen sich viel Inspiration von so Songs. Weißt du, die hören einen Song und dann sind die so, Bro, ich bin heute in diesem Film drin. So ja, ist safe. Bei mir ist es voll so. Ja, komplett. Da hätte ich nämlich auch eine Frage. Hast du irgendwelche Celebrities, Rapper oder Filmstars oder, wo du sagst, ey, du siehst da Klamotten oder Fits, wo du sagst, ey, fuck jetzt, ey, das sieht so nice aus. Außer Chris Brown. Außer Chris Brown. Na, Chris Brown inspiriert mich. Das war damals, Bro, das war damals. Ja, so. Mittlerweile so, generell Chris Brown von dem Charakter, ich distanziere mich, ich feiere die Musik, aber ich distanziere mich von diesem Typen sehr. Mich würde interessieren zum Beispiel, was hältst du von A$AP Rocky? Geistkrank.
Das Ikone, also finde ich, okay. Ja, ich finde zum Beispiel, ganz ehrlich, no cap, ich finde, ich habe die ganze Vision hinter dieser ganzen, hinter American Sabotage, seiner eigenen Brand, jetzt die auch in Milano, Debüt. Dankeschön. So rum. Fettenhänger. Debütiert. hatte. Fand ich nice. Ich fand die Design Language. Also ich finde, guck mal, Asap Rocky ist für mich ja mehr ein Styler als ein Designer. Ja, also ich finde die Pieces, die auf dem North Street zu sehen waren, die gab's alle schon. Mhm. Aber die Art, wie er es kombiniert hat, war halt, wie gesagt, eher aus der Sicht eines Stylers als eines Stylisten. Ja, ja. Ziemlich nice. Komplett, ja. Und auch dieses ganze, ich meine, es war ja die ganze Show war nicht darauf ausgelegt, so New York-Style überspitzt darzustellen. Mhm. Ja, so ja, extrem komplett. Überspitzt. Ja, Mann. So, und das hat unter sich auch Sinn gemacht. Und ich feiere Asap Rocky generell mit seinen Fits, Bro. Der experimentiert so viel, egal ob das krank. Accessories sind oder Pieces an sich. Finde ich bei ihm immer so Farben krass, auch wie er Farben immer mischt, Mann. Und das kommt so krass bei ihm. Und ich finde es auch so verschickt, weil es manchmal so schwer ist, ein lautes Oberteil mit einer lauten Hose zu kombinieren. Aber der macht es so gut, das sieht so krass aus bei dem. Das ist krank. Und das fällt mir persönlich, also wenn ich auf meinen Kleiderschrank schaue und ziehe eine laute Hose an und ein lautes T-Shirt oder einen lauten Pulli, das ist mir zu viel. Man kann das nicht. Aber bei ihm sieht es jedes Mal so krass aus. Ich erinnere mich, der hat so irgendeine verschickte Hose angehabt und dann so ein komplett grün-graues Kawasaki-Longsleeve. Ich hab den 1:1 gleichen Fit im Kopf, Bruder. Ja, ey, geisteskrank. Und dann dachte ich so, ey, das ist, wie macht er das, dass es so krass bei ihm aussieht? So. Deswegen Asap Rocky. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Asap Rocky einer der wenigen ist, der keinen Stylisten hat. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil der rennt ja auch schon, seitdem der in dieses Game gesteppt ist, rennt der krass rum. So. Ja, hat immer geprägt, so auch damals mit diesen, die ganze Zeit diese Union Flag halt, nee, das ist schon wieder falsch gesagt, Mann. Von den States halt, diese Flags immer die auf American den Caps Flag, und so, und diese Snapback-Dinger und so, hat er schon krass gepusht damals. Ja, der ist auf jeden Fall eine iconic Personality, was Fashion angeht. Ja, also, ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Der hat so viel geprägt auch. Für mich, guck mal, ich finde Asap Rocky schon immer krass. Ich finde halt immer, natürlich, der gehört dazu, checkst, was ich meine, aber jeder sagt das immer. Und dann muss man sich schon mal auch überlegen, so, Bro, so, es gibt ja mehr Inspiration als nur den. Und für mich, was ich zum Beispiel, nach wie vor, Bro, Lenny Kravitz, Fashion-Ikone. Ja, 100%ig, Bro. Geil. Und auch, der war jetzt letztens hier in Stuttgart tatsächlich auf dem Konzert. Bro, der Typ ist mittlerweile wie alt? 60, 62? Habt ihr mal den gesehen, wie gut er sich gehalten hat? Ich hab's gerade auch nicht auf dem Schirm. Bruder, der ist ripter als ich. Okay, krank. Bruder, der Typ ist geisteskrank durchtrainiert. Das ist crazy, Bro. Ja, Mann, krank. Und auch generell, also ich meine, der hat ja diese Flared Pants, diese Denim und Denim-Film schon immer. Also, weißt du, Rockstar. Geisteskrank, der Chrome hat so diese ganze Szene eigentlich mit etabliert. So. Ja, ja. Brutaler Typ, krasser Typ. Und sonst, was ich finde, Stylisten technisch. Kennt ihr Manny Omito, heißt er, glaube ich? Nee, Mann. Sehr interessant. Sehr viel mit Layering, auch sehr viel mit verrückten Farben, nice Accessories. Nee. Outside of the box gedacht. Nee. Nicht so dieses Ganze. Woran ich mich wirklich satt gesehen habe mittlerweile, ist dieses Ganze all black on black on black on black on black on black on black. Bro, du siehst es gerade hier in Deutschland, diese Rave-Culture hat diesen schwarzen Style so durchgebracht. Ja, weißt du, was ich meine? Alle tragen nur noch irgendwelche schwarzen Klamotten, sowas. Ja. Ich finde es cool mit Silhouetten-Styling, sorry, dass ich kurz spreche, aber irgendwann wird es too much. Und ich finde dann halt, da mal einen Schritt outside of the box zu gehen und zu sagen, Bro, ich lay jetzt drei Unterhosen übereinander zum Beispiel. Ja, oder so. Das ist aber, komm mal wieder. Oder ich steck mal wirklich for real, ich nehme meine Hose und ich stack die hier oben mies in die Boots, was auf einmal alle machen. Ja, checkst du, was komplett, ich meine auch wieder? Safe. So, vor einem Jahr wurde noch in meine Kommentare geschrieben, Bruder, warum steckt der aber seine Hose Ja. So, und diesen Step outside of the box zu machen, das traut sich halt irgendwie niemand. Weißt du, das ist dann schon der Moment, wo du eigentlich aussortieren kannst, okay, Bro, wer traut sich wirklich was in Fashion, wer will dazu lernen, wer probiert sich aus. Genau. Und wer und hängt wer so mit dem Schwarm drin. So ein exactly. Guckt, so. Exactly. Ja, safe. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem heutzutage. Viele sind ja auch nur so in der Fashion-Szene drin, weil sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, damals Zeit, wo Shindy in Deutschland seine Musik gedroppt hat, wo Shindy wirklich Prime, wo Prime war. Plötzlich war jeder plötzlich in der Modeszene drin so und die haben es nur getragen,
ey, weil das jetzt zwei Schiene gehört haben, aber nicht, weil die es selber cool finden. Und da haben wir es vorhin auch drüber gehabt, so, es gibt so viele Leute, wo rausgehen und verkleidet aussehen, wie wenn sie auf einen Faschingsumzug gehen würden. Da habe ich eine gute Frage mir aufgeschrieben, und zwar, was haltet ihr, oder wir können, du jetzt in dem Fall jetzt, von Trends an sich? Weil ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, ist ja schon dieses Trend-Ding mitgehen, weil das jetzt feiert, finde ich es cool und gehe dann da mit. So entsteht ja irgendwie ein Trend so ein bisschen. Aber was ist so deine Meinung dafür? Sagst also du, aus der Sicht, alle wack oder ist schon okay? Aus der Sicht eines Stylisten muss ich erstmal sagen, so Bro, Trends sind halt ein... Gehören dazu, safe. Ja, und gerade jetzt mal, wenn du irgendwo, sagen wir mal, für irgendwas was public gemacht oder etwas stylen musst und dann ist halt mal... So ein Trend auch wichtig, einfach, weißt du, was ich meine? So, dann gehört das einfach mal dazu. Eigentlich. Ich meine, darum geht's ja. So, das ist das, was Leute, den Wiedererkennungswert irgendwo auch bringt, weißt du? Ja. Ich versuche mich trotzdem ein bisschen davon zu distanzieren. Kommt natürlich auch immer auf den Trend an. Also Timberlands, Bro. Ist ein harter Trend und der wird wirklich durchgelutscht bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja, aber der Schuh an sich ist nice. Ja, also auch kann man nichts sagen. Das ist halt ein Klassiker. Gibt's auch schon ewig. Kannst du halt echt nichts sagen. Ne? Ja. So. Ich brauche jetzt nicht die ganzen Collabs, brauche ich jetzt nicht unbedingt so. Mhm. Aber der ganz normale Six-Inch-Heister, glaube ich, ist es der. Timberland Six-Inch, der beige. Ja, ja. Ich meine, jetzt weißt du, die Leute, das Ding ist halt dann immer, die Leute gehen dann immer so. Jetzt letztens gab es einen, habe ich in einem Interview gesehen von meinem Homie Okan auf TikTok, der macht sehr viele Interviews. Und er meint, er hat jemanden interviewt, der hatte diese, wie heißen die, Timberland, dieser geglaste. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, den gab es auch in ein paar Farben, glaube ich. Ja, war der colorful? Ich weiß nicht, das war so diese Timberland Colorway, aber so ein bisschen so ein glänzend, ja, man, sowas. Ja, ja. Wie hieß der nochmal? Veneta Carter oder irgendwie so? Ja, ich glaube. Und Bro, nee, ist mir nicht böse, Bro, der Schuh glänzt halt, das ist cool, ja, aber es ist halt immer noch ein Timberland, weißt du? Ja, und die Leute tun so, als hätten die jetzt wirklich auf einmal Fashion gefickt, weil die nur einen anderen Colorway tragen. Safe. So, Bro. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Deswegen, ich versuche mich eigentlich von Trends ein bisschen fernzuhalten, weil es natürlich auch irgendwie, du hast dich schnell dran satt gesehen und ich bin jemand, ich glaube sehr viel in Innovation. Ich finde, ohne Innovation hört sich das Rad einfach irgendwann aufzudrehen. Es hört sich niemals komplett aufzudrehen, aber es wird langsamer. Mhm. Und ich finde, man, um Fortschritt zu haben, muss man halt einfach out of the comfort zone auch denken und machen. Weißt du, was ich meine? So, safer, ich meine, ich bekomme das häufig auch dann zu spüren, so auf Social Media, wenn ich mal was mache, was Leute halt nicht feiern oder viele halt nicht checken. Ja. Aber das feierst du doch auch insgeheim. Wie das Yoji auch mal gesagt hat, Yoji Yamamoto, so, ein Trend oder etwas, was nicht verstanden wird, muss nicht automatisch heißen, dass es schlecht ist, sondern einfach nur, dass es von der großen Masse einfach noch nicht richtig wahrgenommen wird. Ja, ja, natürlich. Oder nicht verstanden wird, weil das menschlichste Problem ist, was der Mensch nicht versteht, das fürchtet er. Ja. Verstehst du? Ja, und das ist nicht nur auf Fest übertragbar, sondern auf alles übertragbar. Ja, ja, safe. Und das ist halt immer dieses, die Leute haben halt Angst, und ich glaube, das ist so auch das, was du damit ansprechen wolltest, so dieser Kerngedanke von Trends. Die Leute haben halt Angst, outside of the box zu denken und sich auch zu bewegen, weil von der Society werden gewisse Normen vorgeschrieben. Und wenn du halt wirklich entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise, einen Fick darauf gibst, was andere Menschen über dich denken, dann wirst du auch nicht outside of the box denken können, weil du immer diesen Hintergedanken haben musst, ey, ich muss was jetzt gucken, dass die Leute über mich denken. Und so, checkst du? Und dann merkst du auch häufig, und das sehe ich leider bei mir häufig in den Kommentaren, und ich versuche es nicht zu beantworten, wenn Leute nach Empfehlungen für irgendwas fragen. Leute, ihr habt eure zwei eigenen Augen in eurem Kopf, ihr könnt euch eine eigene Meinung bilden, ich gebt euch da gerne trotzdem Ratschläge, so ist das nicht, aber versucht euren eigenen Style für euch zu finden. Ja, versucht wirklich outside of the box für euch selber zu denken, was euch confident macht, tamam. Und guckt, dass ihr das findet, was euch Spaß macht in Fashion. Und nicht einfach irgendwas nachzukommen, was euch irgendein Influencer auf Instagram oder TikTok gesagt hat, weil das ist Bullshit. So entsteht auch kein Style. Ja, Mann. Ja, du kannst deinen Style erst anfangen zu entwickeln, wenn du wirklich weißt, was gefällt mir und worauf habe ich Bock so. Und kannst du so, wie du sagst, anfangen, okay, nach draußen jetzt gucken, wo kann ich mir Inspirationen holen, von da, von hier, von dort, und nicht nur in eine Richtung immer schauen. Dann stehen so diese Warriors, halt, weißt du? Was meinst du? Dann stehen diese Warriors. Ja, genau. So alle diese gleichen, die würden alle gleichen Krieg sehen. So NPCs einfach so. Wirklich, alle werden. Das ist auch auf TikTok ist zum Beispiel fürchterlich, wenn ich da durchscroll, was Fashion angeht, sieht wirklich jeder gleich aus. Also auf meiner Homepage ist es wirklich geisteskrank. Es sieht wirklich jeder gleich aus so.
Und da habe ich dann schon wieder, ich habe oft mal Bock auf irgendein Piece. So. Und dann sehe ich es auf TikTok 5, 6 Mal, 7 Mal, 8 Mal, 9 Mal. Und dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr, weil es halt komplett full ist. Jeder trägt es plötzlich. Und dann muss man sich schon wieder umschauen. Und bei mir ist auch so, ich habe das Geld nicht so locker, dass ich mir im Monat 2, 3 Balenciaga-Pieces holen kann, so auf denen. Ja, dann muss ich halt 10 Mal überlegen, hole ich mir jetzt das oder hole ich mir das halt nicht. Und dann hole ich mir oftmals, wenn ich mir zum Beispiel ein teures Piece hole, dann hole ich mir was zum Beispiel zeitlos ist. Ich spare zum Beispiel, ich will mir jetzt im Dezember, Weihnachten rum, möchte ich mir den Saint Laurent, wie heißt der Boot, dieser Cowboy-Stiefel. Ja, ich weiß genau. Tired Boot, heißt der so? Nein. Diese Chelsea Boots halt diese nicht. Chelsea yeah, Boots, diese Cowboy Stiefel. Absoluter Klassiker so. Der geht immer fit so. Ja, und dann tut es auch nicht weh. Komplett, ja. Dann gebe ich da einmal meine, keine Ahnung, 1000 Euro aus. Und dann ist, den Schuh habe ich mein Leben lang, Alter. Aber den würde ich auch an die sehen. 100%. Da habe ich extrem Bock drauf so. Und ja. 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 Da hast du zum Beispiel eine Empfehlung vielleicht an die Leute da draußen, wo in die Fashion-Szene ein bisschen eintauchen möchten, aber kein Budget haben. Richtung Boots meinst du? Nee, generell. Wenn jetzt jemand ist, ey, ich möchte jetzt mal anfangen, ja, weg von diesem Fast Fashion. Genau, jemand interessiert sich so ein bisschen weiter für Mode so langsam und sagt so, ey, ich will da mal wegkommen von diesem Fast Fashion Ding und ich will mal so ein Designer Ding ausprobieren into, oder mal hier einen anderen Look probieren. Und Silhouetten spielen und aber was hättest du da für einen Wenn Tipp? Du keinen Cash hast, so sag mal's auf den. Wenn so. Du keinen Cash hast? Weil es ist schon extrem schwierig. Natürlich, das heißt, wir hocken hier im Vintage-Laden so. Vintage-Zeug auf jeden Fall schon. Vintage-Zeug, natürlich. Wäre auch mein erster Tipp. Schaut, dass ihr einfach erstmal überhaupt herausfindet mit billigen Sachen, die ihr im Vintage-Laden findet. Hey, was ist eigentlich meine Ästhetik? So, was für Silhouetten interessieren mich? Was für Farben passen auch zu meiner Hautfarbe? Weil das auch ein großes Thema ist. Nicht jede Farbe passt zu jeder Hautfarbe so. Safe. Zum Beispiel, ich habe einen sehr hellen Hautton und es gibt einfach Farben wie zum Beispiel lila. Bro, ich könnte die immer gerade sagen, nicht lila. Anziehen. Ich wollte auch lila sagen. Katastrophal aussehen. Bei einem Dunkelhäutigen sieht lila einfach so sick aus, zum Beispiel. Und ich hatte mein Homie Boka, von dem ich es vorhin hatte. Wie gesagt, können wir gleich auch nochmal drüber reden. So. Sehr tragische Story, aber Boka zum Beispiel hatte eine so wunderschöne Hautfarbe und zu ihm hat alles gepasst. Er hätte alles anziehen können. Der hätte full white rocken können. Der hätte full pink von mir aus rocken können. Es wäre iconic gewesen, Bro. Ja, safe. Es wäre so krass gekommen. Deswegen auch zum Beispiel so ein Yara. Touray, Bro, der hat einfach eine wunderschöne Hautfarbe. Es funktioniert. Geisteskrank, ja, wirklich. Ja, den hatte ich auch im Kopf gerade tatsächlich. Ja, als so, ja, ne, als das ist, und das ist, weißt du, und mit so einer Haut, Bro, das ist für Fashion ist das so geeignet. Du kannst so viel Stuff stylen und es wird 10-mal krasser aussehen. Jetzt mit meiner Hautfarbe zum Beispiel. Ja, aber dafür hast du andere Sachen wahrscheinlich wieder. Ich meine, klar, du hast gesagt, es gibt so einen Hauttyp. Ja, wo ich würde zum Beispiel passt, sagen, ich glaube, dass zum Beispiel All Black. Wäre es zum Beispiel wieder schwierig auf Bildern, glaube ich, weil dann müsstest du es viel mehr, also jetzt mal Studio-wise betrachtet, müsstest du ihn halt viel mehr auslichten zum Beispiel. Ja, klar. Damit das irgendwie hinhauen das könnte. Ist halt, ja, klar. Ja, weil dann ist der Kontrast halt, weißt nicht du. Nicht da. Ja. Logisch, ja. Deswegen, natürlich gibt es immer Vor- und Nachteile so. Aber jetzt gerade so farbtechnisch betrachtet, mit so einer Hautfarbe. Ja, ja. Boah, safe, du bist gesegnet. Ja. Du bist gesegnet. Safe, safe. Ist gut, schon. Ja, man. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps so? Gibt's noch was anderes, wo man außer Vintage? Aber ich finde zum Beispiel. ich weiß gar nicht, ob ich einen Tipp gegeben habe gerade, außer das ist auch so ein bisschen, schaut mal, was euch gefällt. Ja, aber ja, schon, es ist ja auch ein Tipp. Aber ich finde zum Beispiel, also Vintage haben wir gesagt, auch customizen manche Sachen. Einfach mal sich ein Shirt packen und sagen, ey, ich habe jetzt Bock auf cropped, ich schneide das einfach mal so ab. Oder ich glaube, die Leute wollen aber gar nicht so weit gehen, dafür brauchst du schon ein bisschen so diese kreative Ader, so dieses wirklich Bock auf Fashion haben, dass du überhaupt nicht hinsetzt und da Zeit investierst. Aber ich glaube, wenn du jemand bist, der sich wirklich damit dann befassen möchte und sagt, ich will wirklich nicht das Geld ausgeben, ich kenne es von mir selbst halt, oder ich kann das Geld im Moment noch nicht dafür ausgeben, dann suchst du dir andere Schlupflöcher, um das irgendwie rauslassen zu können, weil es dich ja schon interessiert. Ja, natürlich. Weißt du? Und dann, ja, wie gesagt, kann ich nur als Tipp geben, probier das aus, abschneiden, bleachen und was weiß ich, man kann ein Hemd, den Ärmel abschneiden mal probieren oder irgendwas umnähen oder so. Ich finde gerade bei Hemden zum Beispiel, dieses eine Hemd, was du hast, das hast du so ultra kurz geschnitten. Das habe ich auch gecroppt. Das sieht so nice aus, Digga. Übel. Ja, da kann man da trippen manche Menschen machen. Aber auch schon extrem drauf, auf so croppten Sachen. Ja, also was da teilweise die Kommentare kommen, wo du denkst, Bruder, so geht's dir gut? So. Ja, ja, vor allem bei Crop ist es jetzt schon so lange eigentlich. So, ja, es gibt ja schon mittlerweile. Also es gibt ja schon bauchfrei sozusagen. Ja. So, geht auch fit, Digga. Ja, manche können damit cool aus, sag ich ganz ehrlich. Bro, guck mal, du musst dir vorstellen, so, da gibt's so viele Kommentare im Internet, wo ich mir denke, so, Bruder, aber wer bist du? So, du hast keinen Anhaltspunkt mit Fashion-Checks. Was ich meine, so, wenn ich auf einem Casting irgendwo bin,
Bro, und da sind, du bist umgeben von Models, die eigentlich die ganze Zeit mit Fashion bestrahlt werden, auch die Casting Directors, die ganzen Stylisten und so weiter, Bro, die selber sowas tragen, die wirklich engaged sind into Fashion, Bro. Ah, ja. Warum soll ich jetzt auf irgendeinen Goofball im Internet hören? Ja, Digga, safe. Aber es ist auch leider heutzutage immer noch so, dass halt voll viele direkt auf Sexualität gehen. So. Ja, das verstehe ich eh nicht. Also, ey, du trägst zum Beispiel ein cropped Shirt, ey, du bist schwul. Du trägst High Heels, ey, du bist schon gemacht. Ich hatte letztes Jahr eine Zeit lang gemachte Fingernägel so. Ich wollte es tatsächlich heute wieder machen. Er auch. Ja. Alter, was wir uns da anhören durften, wirklich. Wir kicken beide auch auf dem Sportplatz. Da war es komplett Absturz. Ja, okay, Dorf, das ist halt so. Da crashen wir halt ich schon rein. Dann aber guck mal, ich komme auch aus eigentlich nicht kein Dorf, aber aus einer kleineren Stadt. So, dann war auch erstmal so, oh mein Gott, Johann trägt das. Der halt, check der ist, ja, aber das kommt wieder zurück zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, Bro, was der Mensch fürchtet. Ja, und ey, ich freue mich über so Sachen. Wenn die Leute zum Beispiel außen gestanden sind beim Fußballplatz so und gesagt haben, Schwuchtel mit deinen lackierten Fingernägeln. Ja. Ich schwöre, mich hat das gepusht. Ich mag das, entweder triggerst du die Leute oder die Leute feiern es, aber eins von beiden, Hauptsache nicht neutral sein so. Ja, die Leute haben halt einfach Angst. Ja. Die haben, guck mal, die verstehen sich, die verstehen es nicht und dann haben sie Angst davor. Und ich glaube, ich will jetzt nicht diesen rausmachen, aber so, du hast viele, die meisten Leute, die das schreiben, da merkst du schon, du siehst ja viele auf Profilbilder oder Videos, die posten und so weiter und du kannst ja auch viel mal ab und zu auf Instagram vorbeigucken, die haben es ja meistens verlinkt. Ja, und dann merkst du schon so, befassen sich damit eigentlich. Nee, erstens nicht das, aber du merkst schon so, okay, da können schon so, weißt du, das vielleicht familiär oder Freund von anderen Freunden, dieses Schwulsein ist bei denen noch so ein Problem, dass sie das lieber von Anfang an komplett denyen und dann gehört halt auch sowas dazu, um das sozusagen vor allen Augen zu denyen. Ja, okay. Öffentlich damit zu sagen, Bro, das ist schwul. Ja. Und dann den Leuten damit zu sagen, so, okay, ich würde sowas nie tragen, weil ich bin nicht schwul. Ja. So. Ja, und damit haben sie ihren Punkt klar gemacht, damit sie nicht schwul sind. Bro, weißt du, wenn du wirklich, Leute, wenn ihr so fein seid mit eurer Sexuality, so wenn ihr genau wisst, so was ihr für eine Sexualität habt, dann juckt euch das nicht. Wenn ihr euch so sicher in eurem Körper fühlt, ihr könnt alles tragen. Es juckt nicht. Ihr müsst wirklich einfach einen Fick darauf geben, was andere Menschen denken. Und das hört sich hart an, gerade wenn man ein bisschen jünger ist, aber sobald ihr aus diesem Norm rauskommt, dass ihr anderen Leuten gefallen müsst oder dass irgendeine Meinung von einem anderen über euch irgendwas zu sagen hat, wenn ihr daraus seid, you're free forever. Machen, was du willst, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Und dann könnt ihr wirklich, dann könnt ihr krassen Stuff holen. Ja, safe. Und machen auch, was erreichen. Vor allem, du hast ja so viele neue Türen, wo die geöffnet sind, wenn du mal über den Tellerrand hinausschaust. So. Es gibt auch dieses alte deutsche Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. So, auf den. Aber ist so. Ja. So, ey, probier doch einfach mal neue Sachen. Vielleicht findest du dann was, was dir noch viel besser schmeckt als das davor. So. Ja, ja. Und ja, dann hast du dein Horizont auch viel weiter so wie. Das sind auch dann die Leute, die mich in meinen Kommentaren zum Beispiel voll interessieren, mit denen ich mich auch wirklich, ich liebe es, mich mit solchen Menschen auszutauschen, die wirklich Bock haben, was dazu zu lernen. Ja. Wo du richtig siehst, die haben Interesse. Mhm. So, weil mit solchen Leuten kannst du auch arbeiten. Die sind dann auch mal so, hey, guck mal, ich fand das zum Beispiel jetzt gar nicht so nice, aber nicht nur, boah, das sieht scheiße aus, sondern es ist so ein, ey, ich fand das nicht so nice, weil, und dann kannst du mit denen eine Konversation starten. Ja, natürlich, klar. Dann ist das ein respektvolles. Ja, exactly. Das ist halt, weil wenn du es nicht begründest, so, dann ist es eigentlich schon fast ein Angriff. Es ist so gehatet eigentlich. Ja, das stimmt, so gehatet. Hey, das ist scheiße, also ja, das ist ein Angriff. So. Aus Prinzip halt auch. Ja, das ist so, irgendwas passt dir nicht daran. Du kannst nicht mal beschreiben, was dir nicht passt, so. Ja, das ist schon schlimm genug. Ja. Aber weil es wahrscheinlich so lächerlich ist, so für dich selbst wahrscheinlich. Cool, so. Aus solchen Läden musst du dich auch nicht abgeben. Also, weißt du, bei sowas, wer hat mir das damals gesagt? Ich glaube, es war mal ein Homie von mir, Simon, der mir meinte, Bro, auf TikTok ist das eh so, Leute haten die ganze Zeit. Alles wird versucht, cringe zu machen, um irgendwie auf Aufmerksamkeit zu gehen. Deswegen, Bro, wenn Leute haten, Bro, die werden so oder so haten. So. Ja, so, safe. Eben. Die Frage ist nur, weißt du, die wie gesagt, so, wer hat mir was über Fashion zu erzählen? Ja, eben. Weil wenn wirklich mal jemand kommt, der wirklich Ahnung hat über Fashion, der auch auf als Stylist arbeitet zum Beispiel, oder der wirklich Deep Dive in dieser Fashion-Szene drin macht, der würde niemals schreiben, Bruder, das ist scheiße. Ja, natürlich. Das ist schwul oder so. Ja, das würde ich mal schreiben. Ja, der wird dann begründen, was er besser machen würde. Mhm. Aber wird trotzdem versuchen, sich mit deinem Stand der Dinge zu befassen. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja. So. Und dann merkst du schon direkt, wer wirklich in der Szene drin ist und nicht. Ich habe eine sehr lustige Story mit einem Hater, darf ich dir erzählen? Ja, heute auf jeden Fall. Safe. Ich letztens eine Story, da war ein Guy da. Er schreibt rein, ich habe so ein bisschen aufgedeckt, warum Opium
keine Fashion-Richtung ist, Bro. Weil ich schwöre, wenn Leute mir Opium erklären wollen, dann ist das immer so ein... Das hatten wir auch schon. Ja, ihr kennt das. Dann ist es immer so, die Leute versuchen es zu beschreiben mit High Fashion, können High Fashion aber nicht beschreiben und dann kommen die mit Avantgarde und denken, Avantgarde ist nur schwarze Fashion. Ja, ich meine, das ist Bullshit. Die können es nicht beschreiben. Das ist so, dass das ein Vibe ist, alright, dass das von Playboi Carti kommt, Guys, ich verstehe euch da. Ich, wie gesagt, so, ich check das, aber eure Argumente sind entweder zu weak oder zu wenige. So, und er war dann halt so, ah, Bruder, komm, was erzählst du mir so? Du hast gar keine Ahnung von Fashion und so. Mhm. Und dann hat er mir irgendwann, wir haben so ein bisschen geredet und er ist wirklich getiltet, er ist wirklich sauer geworden, ne? So über Kommentare und hat mir dann angefangen, irgendwelche Leute aufzuzählen. Bro, das sind Leute, die sind bei mir in den DMs, ich küsse dein Herz. Die fragen mich nach Tipps. Ich hab das gesehen, ich hab mir Arsch abgelacht. Ich bin seine gerepostetsten Videos auf TikTok durchgegangen. Ja, das waren original diese Menschen. Ja. Ey, also, ja, viele Eigentore manchmal, viele Eigentore. Ja, ja, safe. Wenn du zu überzeugt bist von was einfach. Ja, es ist alright. Es ist viele auch jung, weißt du, viele Kinder dabei einfach. Es ja, ist, safe. Mit denen ja, kann, das ist halt TikTok, Digga. Und ja, Instagram, Digga. Das ist auch nicht mit den, du kannst genau das, was wir davor gesagt haben, dieses ganz normale in der Diskussion, mein Standpunkt. Dein Standpunkt, okay, wo treffen wir uns jetzt irgendwo in der Mitte und dann ist das gut. Das Problem, dieses aber keiner das kann sich nicht mehr in der Mitte treffen. Du hast nur deine Seite so cool, und die, du cool. willst nur überzeugen einfach. Ja, ja. Und das ist, dann kannst du eh vergessen. Das ist dann irgendwann so ein Ego-Push, weißt du? So, der eine ja, weiß ja. schon, er hat verkackt eigentlich, aber ja, er kann aber seinen nein, Fehler nicht ich einsehen. Muss jetzt, ja, ja. Ja, cool. Das ist ein bisschen ein Problem der Menschheit generell, glaube ich. Ja, ja. Checkst du? So, die ja. Leute, die gehen nur noch auf Ego. Ich glaube, das ist so ein zwischenmenschliches Thema, mal ganz abgesehen von Fashion so. Die Leute, wo du hast, der eine sagt das, der andere sagt das. Du versuchst miteinander zu argumentieren, du merkst schon direkt, wenn einer keine Argumente mehr hat, er wird lauter, er wird aggressiver, ja, er bringt dumme Scheiße, Bro, und dann weißt du schon genau, Bro, so, geht doch einfach lassen. Zu. Du versuchst nur dein Ego zu pushen, um irgendwie noch rauszukommen. Ist doch okay, wenn du einen Fehler machst. Fehler sind menschlich, ich check das nicht. Das ist ja auch Stärke, wenn du dann sagst, hey, okay, du hast recht. Ja. So, und das ist ja Stärke. Ja. Das Gegenteil ist dann, wenn du laut wirst und dumm rummachst, dann ist es ja nur Schwäche. Du auch dazu. Ja, ja, safe. Ja, ja. Natürlich ist ja überall so, wie du gerade eben gesagt hast, nicht nur in der Modewelt, sondern egal wo, wenn du Stress hast mit einem Partner, wenn du Stress hast mit einem Kollegen, Stress mit deinem Chef oder keine Ahnung was. So, das passt ja. Passt ja überall so. Ja, man, safe. Einfach auch dann selber einsehen, wenn man halt gerade im Unrecht ist, so auf den. Ja, es gibt halt immer der, die besseren Argumente hat. Ja, ja, safe. Auch. Safe auf jeden Fall. Ja, Mann. Was sagst du, in Deutschland ist die beste Brand? Ich hasse diese Frage, Bruder, aber ich komme da. Es ist nämlich sehr schwierig, weil es kommt natürlich. Allgemein. Ich verstehe diese Frage komplett, dass sie immer gestellt wird. Und wir haben diese Frage auch schon häufiger bei uns im Podcast. Also, wir haben ja auch selber einen Podcast. Schaut da gerne auch mal vorbei. Verlinken wir auch auf jeden Fall. Diese Eigenwerbung, die Jungs, sorry. Ja, nee, safe. Immer gerne. Wir haben das auch häufig schon mal bei uns besprochen. Es ist sehr schwierig zu pauschalisieren, was die beste Brand in Deutschland ist, Bro. Wenn du mich jetzt gerade fragst, es ist vor genau 12 Stunden die. Das Lookbook von Unmain Studios hochgekommen und was Robert Friedrichs da gekocht hat, gezaubert hat, kreiert hat, auf die Beine gestellt hat, wie auch immer ihr das betiteln wollt. Du erinnerst mich auch übelst an den, insane. Muss ich sagen. Es ist insane und ich schwöre bei Gott, ich glaze hier wie ein Meister jetzt gerade. Bro, er hat wirklich diese Brand, die am Anfang wirklich auch, ich sag mal, ein Großteil der Fashion Warriors in Deutschland angesprochen hat, hat er wirklich umgewandelt zu einer Brand, mit dem, auf der man proudly sagen kann, Bro, das ist, ich würde sogar mittlerweile sagen, High Fashion. Also ich finde auch selber, für mich selber, so ist es von der Ästhetik her geisteskrank. Also ich sehe mich in den Klamotten auch wirklich mega. Die haben auch schön diese Anzugshosen. Hast du die jetzt gesehen, die neue, das Lookbook? Die neue Kollektion habe ich noch nicht gesehen, nee. Vertrau mir, Bruder, du wirst das. Du wirst, ich saß so. Von meinen Geschwistern. Offener Mund. Also bisher alles, was die bisher gemacht haben, feier ich wirklich safe. Die haben auch einen geilen Boot, auch so diesen Saint Laurent-Style. Wunderschönes, nice Ding, ja. Wunderschön so, sehr, sehr geil. Auch diese Bomberjacken aus Velour, auch richtig, richtig geil. Also ja, safe, fühle ich den Kurs. Finde ich wirklich geisteskrank, Bro. Ich gebe so, sonst, das ist schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich, wir haben auch so sehr viele High-Fashion-Brands in Deutschland, ne? So Ottolinger zum Beispiel, Haderlum etc. pp. Mhm. So, die kennt man auch alle. Die GmbH auch aus Deutschland, oder? Ja, auch nice. Ich glaube, die Designer sind aber aus dem... Ich glaube, die kommen aus Palästina.
Okay. Wenn mich nicht täuscht. I don't know. Die haben sich, glaube ich, auch positiv dafür geäußert. Yeah. So, ich will jetzt nicht politisch werden, so. Ich stell Free mir jetzt Palestine, auch keine Freunde. Okay. Er hat es gesagt, perfekt. Nee, lass mal das raus, Piet. Nein, nein, das will ich schon drin lassen. Kann okay, lass mal das raus. Das ist ein bisschen schwierig, wenn mich jetzt auch nicht so äußern. Ja, ja. Aber, lassen wir drin, ja. Nee, die Leute, die Jungs von GmbH sind auch, ja, die haben sehr viel nice Stuff gemacht. Also es gibt, wir haben sehr viel nice deutsche Brands, aber jetzt einfach das, was... Die hier was auch eigentlich, ne? 032C. Auch sehr geil, ja. Ja, die, ich sag, sehr, sehr weit oben. Die haben jetzt auch erst angefangen mit richtiger Fashion, muss man sagen. Davor war es ja eher so ein bisschen Merch auch in die Richtung, weißt du. Aber O32C, bro, ich liebe das. Wir haben angefangen mit den Magazinen, ne? Ja, ja, ja. Genau. Magazine ist ja, einfach so bekannt geworden, ja, ne? Ja, ja, also finde ich auch immer sehr interessant zu lesen. Man lernt da also sehr vieles dazu. Das gehört auch so ein bisschen natürlich dazu, diese Research, ne? Ja. So, aber jetzt, wie gesagt, nochmal zurückzukommen auf den Punkt, was die favorite deutsche Streetwear-Brand ist, ist sehr schwierig zu beantworten. Für mich aktuell, nachdem ich gestern das Lookbook gesehen habe, bro, ich habe mich wirklich verliebt in diese Sachen. Proudly to be glazing at this point. Da so Robert Friedrichs. Geisteskranke Arbeit, bro. Geisteskranke Arbeit. Safe mal reinziehen. Nice, sir. Safe, safe auf jeden Fall. Ganz kurz an der Stelle, wie lange sind wir schon drin? Stunde. What? We ballin' in here, bro. Okay, okay. Ja, man. Ja, was bisschen, meint ihr? Sollen wir noch ein bisschen Puffer? Ein bisschen Puffer haben wir noch, oder? Safe. Also ich enjoy den Talk mit euch Jungs. Ja, man macht Bock auf jeden Fall. Ja, ich würde mal, würd mal ein paar Fragen an euch stellen. So. Ja, safe. Dann machen wir so. So, weil wir sind ja nicht nur da, so jetzt, um mit mir unbedingt zu reden. Wir wollten ja eigentlich auch noch einen Podcast für mich machen, das so funktioniert. Vielleicht, wir machen nachher einen kleinen Stroll, so ein paar Minütchen durch den Store. Wir gucken safe. Mal, ob ja, nice Sachen durch euch gefallen, ja. Vielleicht noch. Aber safe. Würdet ihr denn sagen? Ich stelle mal die Frage zurück. Nicht unbedingt im deutschen Bereich, aber welche Brand würde eure Ästhetik gerade so, was Fashion angeht, am besten vertreten? Also bei mir safe Saint Laurent, so diese Style-Richtung, safe, safe. Also ich seh mich da auch schon mit Mitte 30 so nach hinten geleckten Haaren. Das ist genauso. Noch extremer als jetzt. Also in ein, zwei Jahren. Dann. Also in ein, zwei Jahren. Ja, hier hinten irgendwann. Ja. Nee, aber diesen Style fand ich schon wirklich extrem. Also wenn ich mich so wirklich entscheiden müsste, würde ich schon mit der Ästhetik tatsächlich gehen. Sehr viel Bootcut so. Ja, auch ja, sehr, sehr geil. Fand ich auch so ein bisschen Cowboy-Look unten. Ruhig auf Skinny Jeans. So. Skinny Jeans auch, safe, safe, safe. Also ich rock als immer noch zum Beispiel Levi's 501. Ist auch trotzdem, klar, straight Hose so. Ja, aber schon ich, im Vergleich zu dem, was wir jetzt eigentlich tragen. Ja, schon eng. Also mit Skinny würde ich auf jeden Fall auch klarkommen, safe, safe. Also Saint Laurent. Das auch so mal kurz, um einzuhaken, so Skinny Jeans ist auch ein Thema. Die Leute sagen, haten on Skinny Jeans. Ich check so, Baggy ist ein riesiger Trend, das wird es auch immer sein. Mhm. Aber Leute bringen jetzt Skinny Jeans zurück und sagen, oh, jetzt Skinny Jeans Hype kommt wieder zurück, Bro. Der Hype, was heißt Hype, aber Skinny Jeans waren nie weg. Das war immer ein Ding in der Fashion, checkt ihr? Halt so. Ja, genau, die haben trotzdem immer eine Bubble gehabt. Gehabt. So. Hey, nur weil das halt jetzt aus dieser, ich sag mal, diese jüngere TikTok-Bubble so nur dieses Baggy-Film gefahren hat, Bro, das war nie weg, Skinny Jeans, tut mir leid. Ja, so, ja, safe, hi, ihr seid nicht die Einzigen, die sich für Fashion interessieren. Ja, ja, hi, ja, so, safe. Nee, mit Skinny komme ich auf jeden Fall. Also ich habe auch daheim so eine Lederpants, auch komplett Skinny. Was heißt Leder? So ist Leder, also so Bikerhose mäßig. Ah, also Straps an den Seiten zufällig? Nee, man, der hat aber auch hier so eine, ja, wie soll ich's, ich weiß es auch nicht, so eine Schnalle halt oder so. Ja, wie so eine Schnalle, also schon. So ein Strap oder? Ja, nee. Also mit Schnüren oder? Nee, ohne Schnüre. Okay. Ohne Schnüre. Also die ist fest an der Hose dran auf jeden Fall. Ich habe so eine mit Schnüren. Ja, genau. Ja. Aber die ist auch ein bisschen breiter. Und die ist auch ziemlich eng so, also mit Skinny Jeans fick ich eigentlich aber die ganze Zeit. Aber finde ich cool, Bro, weil finde ich ehrlich nice, dass du da so schon so sehr definiert hast, in welche Richtung du da gehen willst. Ja, safe. Glaubst du, du könntest dir vorstellen, dass du noch irgendwann mal eine andere Richtung so ein bisschen einen Abstecher machst oder sagst du sagst, das funktioniert für dich? Full, du hast dich da voll drin gesehen und du könntest dir auch gar nicht vorstellen, irgendwie mal woanders einen Abstecher reinzumachen. Digga, ich bin da, was Klamotten angeht, bin ich so offen. Mhm. Es gibt nichts, was ich nicht tragen würde oder probieren würde. Safe, safe. Kiss auf jeden Fall. Safe. Also ich würde echt... Kiss Heels. Ich würde es probieren, Digga. Also es gibt bestimmt Fits, wo es geil aussieht. So. Deswegen, warum nicht? So, also ich bin da wirklich extrem offen. Ich sag nur, ich denke, was zu meinem Typ her, vom Typ passt halt, geht schon in diese Saint Laurent Richtung, würde ich sagen, so dieses klassische. Ich sehe dich da auch voll drin, Bro, du bist da safe drin auch, Bro. Ne, ist deswegen. Auch cool, aber ich bin offen, was also ich experimentiere da auch sehr gerne auf jeden Fall rum. Ist jetzt nicht so, dass ich mich da auf eine Sache versteife. Finde ich voll cool. Nee, finde ich richtig nice. Ja, also da hat sich jemand wirklich Gedanken auch gemacht. Ja, safe, safe. Ja, ich weiß es bei mir ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich kann gar nicht so die eine jetzt sagen. Also es ist bei mir auf jeden Fall sehr viel Street. Ich laufe auch am liebsten in Street-Fashion rum. Da fühle ich mich auf jeden Fall am wohlsten. Mhm. Da würde ich jetzt einfach
typisch jetzt sagen, so gerade was dieses Street-Ding angeht, macht halt Balenciaga Vetements, finde ich gerade einfach sehr, sehr nice. Wobei diese letzte Vetements war kacke. Ich sag dir ehrlich, das, was gerade bei Vetements rauskommt, ist Panne. Welche war das nochmal? Nee, ich rede gar nicht über die Season, sondern generell, was die gerade droppen, Bro. Also die ganze Bubble um Guram ist gerade kritisches Fuck. Und auch, ich weiß nicht, ob du die letzten paar Sachen so mitbekommen hast, die so gepostet wurden auf Instagram. Bro, das ist trash. Dieses Hemd, I'm sorry, das ist trash. Das ist Quatsch. Das ist dieses Anime-Hemd gewesen, dieses pink, babyblaue. Soll ich euch mal kurz ein Bild davon zeigen, dass ihr das checkt? Weil das selber, also das ist wirklich. Guck mal, ich bin ein riesiger Fan von dieser Ironic Fashion, von Demna und von. Ja, man, safe. Deshalb, das meine ich auch auf jeden Fall damit, so, ne? Genau, ja, safe. Aber das, was jetzt gerade von Vetements gedroppt wurde, ist wirklich Panne, Bro. Und da kommt auch irgendwie gerade nichts Gutes, habe ich das Gefühl. Ich will es auch nicht diesen machen, so, aber jemand, der sich wirklich mit Fashion auskennt, würde niemals zu jemandem, der Full Balenciaga trägt, sagen, Bruder, du hast Fashion seine Mutter gefickt. Ja, natürlich. Ja, weil Balenciaga untereinander so einfach zu kombinieren ist, Bro. Safe. Ja, ist halt, natürlich, das ist ja die klar, Ästhetik auch so von denen. Die ästhetisch von denen, genau. Ultra oversized, so, ja, safe. Okay, guys, das ist crazy. Das wurde anscheinend so gehatet, dass sie dieses Bild einfach rausgenommen haben. Digga, verschickt, okay. Das ist krass. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, das ist sehr weird sogar. Also bei Balenciaga ich verstanden, weil das war wirklich ein gottlos hässliches Piece. Sowas habe ich schon nie gesehen. Aber das machst du doch auch nicht, das dann löschen, Digga, ist auch super weird. Ja, ja, aber dann stehst du halt dazu. Die Möglichkeit, why not, oder du weißt halt nicht so. So, also da, trotzdem, also Vetements in letzter Zeit. So, das fand ich noch ganz cool, diese Hose. Ja, die fand ich geil, diese ganzen Dinger. Ja, halt so. Ja, safe. Da kann ich nachher einen Geheimtipp geben, by the way, Jungs. Den dürft ihr nicht weiter erzählen. Also müssen wir ein bisschen gatekeepen, muss schon ab und zu mal sein, so eine ähnliche Pants, also diese extreme Baggy-Pants. Für, die kostet eigentlich 1.300 Euro. Ich habe euch einen Playstyle, wo die für 370 bekommt. Okay. Das ist ordentlich, ja. Ganz crazy. Ja, Mann. So viel dazu. Aber du sagst auch eher so ein bisschen Streetwear? Safe, Streetwear. Kennst du Project Domenico Formichetti? Boah, nee, Mann. PDF? PDF-Channel? Nee. Check up. Sowas von für dich. Okay. Hat bei, soweit ich weiß, glaube, war das Chanel oder war das Chloe? Ich glaube, es war Chanel. Chanel gearbeitet, unter anderem. Aha. Und hat dann seine eigene Marke gemacht. Und in dieser Streetwear-Bubble, in dieser ganzen Creator-Szene, mit allen Namen, die man so kennt, ist der eigentlich riesig. Okay. Also richtig gut, PDF. PDF. Wobei ich PDF irgendwoher schon kenne, aber ich habe gerade gar nichts, kann ich mir drunter vorstellen. Ich habe das irgendwo schon mal gehört. Aber nicht, wo Kani auch schon eine Ding dafür gemodelt hat, oder? Nicht, dass ich wüsste, nee. Nee, ich habe... Also ich weiß, dass das gerade sehr auch, es wird immer beliebter und immer beliebter. Mhm. Ist eine Milano-Brand. Ja. Yeah. Also ich kann es auch nur jedem daraus empfehlen, wenn ihr euch für diese Streetwear-Ästhetik interessiert, und ihr wollt wissen, was eure Lieblings-Streetwear-Brands eigentlich erreichen wollen mit ihrer Streetwear-Design-Language, wohin sie kommen wollen, das ist eigentlich 1:1 genau das, was alle von diesen Leuten erreichen wollen. Diese Streetwear-Ästhetik. Also checkt das auf jeden Fall gerne mal ab. Okay, also, okay, safe, ja, man. Ja. Er hat mir auch gar nichts gesagt, tatsächlich. Hast du mal gesehen? Nee, ich hab gerade geschaut, weil ich hatte irgendwas im Kopf, war das doch nicht die Marke, was ich gemeint hatte. Diese... Die macht auch gerade Welle, ne? Safe. Nee, was ich aber meinte, ist P... Nee, ups. Wie, Dinger geschrieben. Wie Punkt PDF ja. Bei irgendeiner Datei. Okay, muss mir mal... Warte mal, ich zeig euch mal kurz diese Wave. Müsst vielleicht gleich ein bisschen cutten, aber dass ihr das mal so gesehen habt. Ja, easy. Ja, okay, sick. Und diese, ich glaube, die besten Bilder sind eigentlich so. Ah, die Schuhe kennt man, die haben ja komplett Hype gehabt. Ja, okay. Also die haben ja Vicinity komplett gerippt und haben es dann, das wurde dann auch so schnell weggehatet, weil es halt so offensichtlich war, dass sie dann wirklich den Post rausgenommen und diesen Schuh nie gedroppt haben, weil sie genau wussten, Bro, wenn wir das machen, auch peinlich mit dem Peso-Sneaker und dann blockiert ihr mich auch noch. Warum? Lass mich doch meine Meinung bitte sagen auch. Feierst du nicht? Was? Die Peso-Dinger? Nein, die Peso-Sneaker fand ich cool. Ja. Yeah. Ich rede über den Vicinity-Sneaker. Achso, okay. Bro, ja. Das war ein 1:1 Rip-Off. Ja, ja, Bro, stimmt. Und ja, ich, guck mal, ja, das ja, ich Digga, gesehen, ja. ich hab dann drunter geschrieben, so, Bro, so, ich verstehe vieles, aber too much is too much. Gelöscht, nachdem es auch so 200, 300 Likes bekommen hat und dann auch direkt blockiert. Naja. Ja, geisteskrank. Alles hat wirklich 1:1 kopiert, so. Und nicht nur da, auch Moonlight Mansion, so, nee. Es hat, also. Ah, so unnötig, Bro. Das ist so, ja.
Das ist halt diese Kritikfähigkeit, über die Nathan gesprochen hat. Dass du drauf eingehst. Die Leute können es halt nicht. Die können mit Kritik nicht umgehen. So. Ist schade, Bro. Weil, wie gesagt, das ist dann auch wieder so den Punkt, was wir vorhin besprochen haben. Yeah. Das ist Argument gegen Argument. Und dann, die wissen genau, die würden verlieren und dann lieber direkt abblocken. Ja. Peinlich eigentlich. So dumm, ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Hast du sonst noch Fragen? Nee, eigentlich nicht. Ich fand's cool. Ja, das ist echt ehrlich, sehr Bock gemacht. Die Zeit ist jetzt auch wirklich geistkrank geflogen schon wieder, gell? Übel. Ey, ich sag, wir müssen einen zweiten Podcast machen. Ja, safe, geil. Wo ich euch ein bisschen noch was frage. Wir können es ja nächstes Mal so machen, dass wir zu dir in den Podcast einfach kommen. Safe, das, super gerne, Jungs. Dass wir dann einfach mal Gast dann bei dir sind, so auf den. Ja, Mann. Bin ich voll dabei. Dann stelle ich euch ein paar Fragen. Ja, safe. Sehr, sehr nice. Ey, Jungs, ich küsse eure Herzen, war. War sehr geil. Dankeschön, dass ihr so auf jeden Fall. Unser Programm noch am Ende. Hast du dir einen Song der Woche überlegt? Genau, Song der Woche. Ein Song der Woche, ja, Tore Up von Fuck My Life, Don Toliver. Ich küsse dein Herz mal nach. Stark. Da kurz wieder einen Hänger gehabt. Ja, Mann. Ja, Tore Up von Don Toliver. Okay, passt, okay, ich bin gerade meine Ohren mit kaputt. Der ist auch noch nicht drin, oder? Weil wir hatten von Don Toliver sind schon ein paar Sachen drin. Nee, ich glaube von dem. Ja, ist gerade auch sehr vehement. Schau mal kurz bitte, Alter. Okay, warte. Check mal kurz. Ja, aus. Sag du mal schnell. Schau ich. Ja, warte, ich schau kurz. Regie. Regie, ich bin beschäftigt. Okay, perfekt. Kann ich hier nach Don't Toliver? Ja, Mann. Ich hab ihn hier, wenn ihr ihn bucht. Nee, okay, das war Don't You Lie und Geronimo. Haben wir drin. Okay, nice. Also passt, easy. Okay, ja, dann mein Song der Woche. Bisschen, also ich tue mich immer schwer, so Tracks reinzunehmen, weil es halt ja auch wieder komplett gehypt sind. Aber ich muss halt wirklich sagen, dass es diesmal wirklich wieder ein geiler Track wurde. Und zwar der neue von Playboi Carti. All Red. Muss man einfach sagen, ist einfach ein starker Track. So. Ich hasse es, weil Playboi Carti immer so kaputt gemacht wird von TikTok und Instagram. Die Leute glazen da zu much. Es nervt mich so ab, weil der Typ ist schon cool, so, aber übertreibt nicht, der ist nicht Gott so. Also, Vampire God einfach. Ja, also das ist, hört auf. Wirklich, also der Track ist wirklich geil, deswegen haue ich ihn auf jeden Fall in die Playlist, weil ich ihn echt schon die letzten Tage auf jeden Fall viel gehört habe. So, aber Leute auf TikTok. Übertreibt echt nicht, bitte. Du wirst jetzt schon die Kommentare sehen. Nein, Playboi Carti, ja, safe. Ja, bei mir ist es wieder ein ASAP-Song geworden. Okay. Und zwar der neue mit J. Cole. Okay, nice. Yes, sir. Ruby Rosary. Ja, auch sehr stark. Geisteskrank. ASAP war auch immer stark, Digga. Ja, Mann, voll, und das ist, was ich auch vorhin mit Wetter meinte. Es fängt so langsam Herbst an, ne? Es fängt an zu regnen und der Song ballert das so böse. Ja, ja, kommt so, gut. Wenn es dunkel ist und düster und düster. So. Boah, ja, ja. So sick. Das war auch All Black heute. Hat alles zusammengepasst jetzt so. Das war der Song auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, stark. Sehr nice. Ja, dann noch ganz kurz das Highlight der Woche. Dein Highlight. Was hast du letzte Woche so getrieben, was du sagst, so, das war dein Highlight? Positiv oder negativ? Kann positiv oder negativ sein. Ich habe mein Chrome Bracelet verloren. Stimmt, ja, das hast du gesagt. Tot, ey, ich lebe wirklich nicht in der Vergangenheit und dann war das auch nach einer Stunde schon wieder gegessen, dass das weg ist, weil ich will mich nicht so sehr in der Vergangenheit aufhalten. Ich bin eher jemand, ich bin sehr zielstrebig und in die Zukunft orientiert, aber ein Bracelet für fast 2.000, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Zu verlieren ist schon. Ja, Digga, das ist safe. Digga, Stier. Tot. Das Geist ist. Ich hab's auch gesagt, wirklich so froh, dass ich selbst so von meinem normalen Schmuck noch nichts verloren habe. Einfach. Und dann verliert man ein Chrome Hearts Piece. Alter. Digga, geisteskrank. Ja, aua. Yes, sir. Ja, Mann, du darfst auch gerne. Mein Highlight der Woche war auf jeden Fall der Freitag. Ich war auf dem Fußballspiel vom KSC gegen Schalke. Oh ja, stimmt. Was ist da deine Meinung noch dazu? Ich bin echt nicht so der Stadiongänger. Ich bin, glaube ich, das dritte Mal im Stadion gewesen. So. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich auf jeden Fall gut dicht war. Deswegen hat es, Also ich hatte wirklich mehr Spaß gemacht. Ja, man hat es gesehen. Er stand da im Block mit Fahnen schön geschwungen und so. Und lächelnd breit übers Gesicht. Ach, also ich hatte auf jeden Fall Spaß dort, ja. Deswegen, der Freitag war auf jeden Fall mein Highlight, safe. Ja, Mann, geil. Bei mir war es der Sonntag, wieder zusammen kicken, obwohl es halt ein 2-2 wurde, unverdient und so. Ja, aber ey, Jungs, ich will das, ich gehe auch ab und zu mit meinen Jungs zu ballen. Ja, also ich, Fußball, halt ich bin nicht Verein Fußball, so. Aber so weißt du, ein bisschen Hoops werfen und so, okay. Basketball. Ja, man, das war eigentlich schon sehr, Wir kicken halt im Verein noch zusammen, so, weißt du. Deshalb, das ist halt auch immer ganz witzig. Ja, so.
Und ja, dann noch ein 2-2 rausgeholt zum Glück am Ende. Und hat halt wieder Bock gemacht mit den Jungs kicken zusammen. Ja, ist halt einfach geil. Ja, ist halt, du kannst dir auch so vorstellen, der Fußballverein ist halt jetzt nicht so, dass da ein, zwei Kollegen sind, sondern der ganze Verein, das sind alles Kollegen untereinander. Das ist halt sehr viel Nostalgie von damals. Das ist so geil. Ja, wir hängen seit 5 Jahren, glaube ich, oder 5, 6 Jahren alle in einem Team so. Das ist sick, aber das ist nice. Und das ist halt das geil. Gehst dann Dienstag, Donnerstag auf den Sportplatz und gehst nicht nur kicken, sondern triffst halt auch deine Kollegen. Ja, Mann. Deswegen ist es ganz nice. Das ist so Friends Forever. Ja, ja. Schon so auch. Safe, so haben wir uns kennengelernt. Über den Verein. Ah, nice. Vor, ich glaube, mittlerweile 8 Jahren. Du hast mir erzählt, wie Katertag zustande gekommen ist. Katertag. Hold on to your best friends, guys. Ja. Friends ist wirklich das Mitwichtigste in eurem Leben. Ja, safe, Digga. Safe, sowas von. Ja, Mann. Ja, Mann. Und an der Stelle wären wir am Ende. Ja, Mann. Vielen Dank dir, gell? Ich hab zu danken, Jungs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr korrekt. War sehr nice. Nächstes Mal dann bei mir. Auch wenn wir gerade schon bei mir sind. Ja, bei dir beim Podcast, genau. Wie heißt dein Podcast nochmal dann für die Leute draußen? Mein Podcast findet ihr auf YouTube, Johann Pangerl, so wie ich auf Instagram und auf TikTok auch heiße. Yes, Sir, Abchecken. Perfekt. Leute, ihr wisst Bescheid. Genau, dann haben wir noch ganz kurz, wir hoffen, dass es nächste Woche klappen wird, für nächste Woche Donnerstag. Wir haben die nette Maya Bach bei uns zu Gast. Schon angekündigt, die hat schon angekündigt. Insta und so weiter und so. Nun soll das auch klappen am Montag, deswegen freut euch auch auf nächste Woche am Donnerstag, 18 Uhr, wie immer. Jawohl, schönes Wochenende wünschen euch, einen schönen Donnerstag Rest, einen schönen Freitag, Samstag, Sonntag und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace. Haut rein, Leute. Tschüss.